Hallo, ich bin Katrin Hesping vom Brautschild und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß bei der Awardverleihung. Ich bin Vanessa, Hochzeitssängerin und hier kommt die große Awardverleihung. Hi ihr Lieben, ich bin der Nathan und hier haben wir für euch die Awardverleihung. Hey, mein Name ist Konstanz und jetzt kommt die große Preisverleihung. Hallo, ich bin Carina von Perfect Words und wir starten jetzt mit der großen Wedding King Awards Verleihung. Hi, ich bin Jenny von Sunny Wedding Film und jetzt kommt die große Award Verleihung. Hi, ich bin Svenja, ich bin Hochzeitssängerin und jetzt ganz viel Spaß mit der großen Awardverleihung. Hallo, mein Name ist Alexander Erdler, ich bin Hochzeitsfotograf aus Koblenz bei Lahnstein und jetzt kommt die große Awardverleihung. So, hallo, wir sind Anni und Markus von Herzgänsehautmomente. Und jetzt kommt die große Wedding Awardverleihung. Hallo, ich bin Julia, ich bin Hochzeitsfotografin und hier kommt die große Awardverleihung. Hey, ich bin Mirja und jetzt kommt die große Awardverleihung. Hi, hier sind Lena und Phil von LP Music. Und jetzt kommt die große Awardverleihung. Ja, ihr Lieben, mein Name ist Hansi Konrad, ich bin Hochzeits-DJ und jetzt kommt die große Awardverleihung. Hi ihr Lieben, hier ist Vanessa von der Agentur Heimathafen und jetzt startet die große Awardverleihung. Hallo, ich bin Irene Fribus, Traurednerin und jetzt kommt die große Awardverleihung. Hallo, ich bin Stefanie Fleischmann, Hochzeitsfotografin und jetzt kommt die große Awardverleihung. Viel Spaß! Hi, mein Name ist Kevin Wert. Ich bin professioneller Hochzeitsvideograf und Inhaber von Wert Films und jetzt folgt die große Awardverleihung. Ciao, sono Maria da Punto Sposa. E vi dico che ora c'è il grande finale del Wedding King Awards. Hi, ich bin Timon Chris. Ich bin bei den Wedding King Awards nominiert als bester Hochzeitsmusiker für die Region Deutschland Ost. Und jetzt kommt gleich die große Awardverleihung. Hi, ich bin Nadine Krumm. Ich bin freie Traurednerin und Hochzeitsmusikerin. Und jetzt kommt die Awardverleihung. Servus, ich bin Tom Exclusive. Und jetzt kommt die große Awardverleihung. Hi, ich bin Lorraine von Lovelands Weddings, Hochzeitsfotografin und Planerin und jetzt kommt die große Awardverleihung. Hallo, ich bin Melanie von Melanie Nguyen Photography und hier kommt die große Awardverleihung.
Hallo, mein Name ist Laura Gosser, ich bin Maßschneidermeisterin und jetzt kommt die große Awardverleihung. Hi, mein Name ist Steven Liebrand und jetzt kommt die große Awardverleihung. Hi, ich bin der DJ Edouard und jetzt geht's zum Wedding Award Verleihung. Hi, ich bin Franzi von Hans Picture Moments Fotografie und jetzt kommt die Wedding Awards Verleihung. Hi, wir sind Foto- und Videowerk. Ich bin Katja. Ich bin der Alex und jetzt kommt die große Awardverleihung. Hi, ich bin Jana König, die Fotografin mit Hat und Hut und jetzt kommt die große Awardverleihung. Viel Spaß! Hi, ich bin die Nadine von Emma the Bride und hier kommt die große Awardverleihung. Wir sind das Blue Velvet. Streichquartett. Jetzt kommt die Awardverleihung. Hi, mein Name ist DJ Amex und gleich kommt die große Wedding Awardverleihung. Mein Name ist Carsten Meyer, ich bin der Weddingmann und jetzt kommt die große Wedding Kings Award Verleihung. Hallo, mein Name ist Ariane, ich bin freie Traurednerin und jetzt kommt die große Award Verleihung. Hi, mein Name ist Benjamin, ich bin 38 Jahre, freier Trauredner, komme aus Rasfeld, hier im schönen Münsterland und jetzt kommt die große Award Verleihung. Hi, ich bin Dogan, Hochzeitsfotograf aus Stuttgart und hier kommt die große Awardverleihung. Hallo, ich bin Christiane aus der Brautboutique Neumünster. Und ich bin Sina. Und jetzt kommt die große Wedding King Award Verleihung. Hi, mein Name ist DJ Kristaller, Hostess DJ. Jetzt kommt die große Award Verleihung. Hallo, ich bin Ines von 4 Jahres Hochzeiten. Und jetzt kommt die Preisverleihung. Hi Leute, ich bin Ramona von Mona Lisa Photography. Und jetzt kommt die große Award Verleihung. Ich bin die Lydia Mörsch, ich bin die Inhaberin von Braut- und Abendmode Emilia Jackel in Kaiserslautern. Und jetzt kommt die große Awardverleihung. Hallo, ich bin Anja vom Farbenfreude Brautstudio und jetzt kommt die große Awardverleihung. Läuft? Soll ich? Darf ich? Kann ich? Okay, let's go. Hi, ich bin Timon Christ. Ich bin nominiert. Barbabab. Jetzt haben wir einen Outtake. Es wird unter anderem, das wird um Stimmenfang gehen, also wenn es dir nützt. Okay, Stimmenfang. Was stelle ich vor? Wedding? Wedding Wednesday Magazin. Mhm. Genau. Mhm. Das ist Franzi. Da muss man das vorher auch wieder sagen. Damit die Leute wissen. Ah, okay. Das ist Manu. Und das ist Franzi. Und wir sind die Bernhards. Und jetzt kommt das große Wedding. Ich hab's vergessen. Hi, hier ist der Chris. Ich bin Hochzeits-DJ. Und hier kommt. Was kommt? Und jetzt kommt die große Award-Verleihung. Das habe ich schon mal gesagt. Cut! Cut! Hi, ich bin Sarah. Hi, ich bin Nico von Julian Media. Und jetzt kommt's Weddings. Wedding Wednesday. Hallo? Nein! Ich sitze ja auch so verkrampft, ne? Du kannst das gleich machen! Kannst du sagen, hallo, ich bin Katrin Hesping. Hallo, ich bin Katrin Hesping und jetzt habe ich vergessen, was kommt. Ganz viel Spaß mit dem großen... Okay, Wedding Award. Mick, du bist nominiert in der Region Deutschland Süd? Ja. Als bester Hochzeits-DJ. Ist falsch, oder? Ist richtig, sorry. Nochmal. Hallo, mein Name ist Alexander Erdler, ich bin Hochzeitsfotograf aus Koblenz bei Lahnstein und
Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Und jetzt kommt das When. Kannst du mir den Text nochmal sagen? Was war das? Und nochmal. Und. Ah, jetzt habe ich den Text vergessen. Ich sag, wer wir sind. Okay. Also, Anni und du sagst Markus und dann das Wedding Wednesday Magazin. Also, ich soll deinen Namen sagen. Also nochmal, wer ich bin, was ich mache und dass die Abstimmung gleich vorbei ist. Ich stelle uns vor, du machst den Rest. Okay. Weil wenn ich mich anfange und dann kommst du und dann muss ich wieder anfangen, bin ich verwirrt. Die vierte Sendung des Wedding. Es ist ein so schöner Ort, der sich wirklich anfühlt wie ein Heimathafen. Also ist es das Büro der Agentur Weihnachtshafen. Ho, ho, ho. Habe ich eine Voting-Nummer wie bei DSDS? 01379. Wählt mich in die Dschungelprüfung. Oh, Benny. Nicht im Ernst, es lief gerade. Es wäre schön, wenn du es ausmachen könntest. Das glaube ich jetzt nicht. Hallo, ich bin Laura Gosser, ich bin Marschneidermeisterin und jetzt kommt die große Award-Verleihung. Ja. Hi, ich bin Franzi von Herrn's Picture Moments und jetzt kommt das Wedding Wednesday Magazin. Verdammt, das machen wir nochmal. Hi, wir sind Foto- und Videowerk, ich bin Katja. Ich bin der Alex und jetzt kommt das, das gibt's doch nicht. Wedding Wednesday Magazin. Wedding Wednesday Magazin. Hey, gib mir 30 Sekunden, ich überlege ganz kurz. Du musst jetzt hierher. Ich brauche dich. Ich stelle euch heute das Wedding Wetness. Und hier kommt die große. Was heißt das? Tut mir so leid. Hallo, wir sind das. Und jetzt kommt. Habe ich vergessen. Warte kurz. So, okay. Hi, ich bin der Dogan. Kein Problem. Hi, ich bin Dogan, Hochzeitsfotograf aus Stuttgart und hier kommt das Wedding Wednesday Magazin. Was ist denn jetzt? Das ist eine Klingel. Mein Name ist DJ Kristaller, Hochzeits-DJ und jetzt kommt der. Ach, Scheiße. Wir nochmal Award verleihen. Ich kann das nur nicht. Hallo, ich bin Ines von 4 Jahres Hochzeiten und ihr seid dabei beim Wedding Wednesday. Nein. Doch. Und nun folgt das, was ich jetzt gerade vergessen habe. Dieses Licht leuchtet mich so sehr an, dass ich die ganze Zeit ein Gähnen hier sitzen habe und das nur nicht kurz loswerden wollte. Das war für euch Vanessa Schnitzler, moderiert. Ja, Benni, ich weiß. Ich guck in die Totale. Bam, das war gut. Wir hatten genug Outtakes. Soll ich mal umfallen oder so? Der Weg ins Finale der Wedding King Awards ist dieses Jahr ein bunter. 60 Nominierte aus 20 Kategorien und 4 Regionen haben sich auf die Reise gemacht. Jetzt ist der Moment gekommen, an dem sich entscheidet, ob die Reise weitergeht. Und sie alle haben das eine große Ziel. Juffa Photography! Jacqueline Alice Gauthier! About the Bride! Die Flora in all ihren Farben leuchten zu lassen. JP Weddings! Die Warehouse Music Wedding Buddies! Carina Gesang! We'll be right back.
die Wedding King Awards Vorausscheide für das Finale 2024. Jetzt live aus Köln. Sind wir endlich live? Hallo ihr Lieben, es ist Zeit für die Wedding King Awards Vorentscheide. Unglaublich, wie schnell ein Jahr vergeht. Und da sind wir wieder. Und heute geht's so richtig, richtig um die Wurst. Es sind so viele Nominierte in diesem Jahr in insgesamt 4 Regionen. Und alle fiebern mit. Und alle haben in der letzten Woche so richtig Gas gegeben. Und nicht nur das, eigentlich sobald schon feststand, dass sie nominiert sind. Das heißt, heute erfahren wir, wer von all diesen Nominierten in insgesamt 24 Kategorien ins Finale weiterziehen wird. Und wir wissen, es gibt deutschlandweit, Land auf, Land ab, kleine und große Voting-Partys. Unfassbar, genau. Was uns für Nachrichten erreicht haben. Also Grüße gehen jetzt raus an die unzähligen Party-People da draußen, die jetzt vor großen Leinwänden, Fernsehern, wie auch immer sitzen und das gemeinsam angucken. Ihr habt es heute in der Hand, denn ihr entscheidet, wer ins Finale am 3. November in der Kölner Flora einziehen wird. Ja, und es gibt ja noch etwas ganz, ganz Besonderes. Denn wir haben natürlich aus jeder Kategorie Finalisten. Aber es gibt 4 Kategorien, in denen dürft ihr mit einem extra Voting noch eine Wildcard vergeben. Nämlich immer genau dann, wenn wir nur 3 Regionen haben mit Nominierten. Ich bin schon völlig verrückt. Ja, ganz ruhig. Dann dürft ihr nochmal voten. Aber das sagen wir euch immer extra an. Und ganz, ganz wichtig, bei jedem Voting, das wir starten, werden wir euch einen QR-Code anblenden in der Ecke. Und den könnt ihr scannen mit euren Handys. Wir posten aber gleichzeitig auch im YouTube-Chat den Link zum Voting. Denkt dran, wenn ihr eine Voting-Party macht oder mit mehreren Leuten vorm Fernseher sitzt, schaltet eure Telefone in die mobilen Daten. Denn nur so könnt ihr jeder abstimmen. Wenn ihr im WLAN seid, gilt nur eine Stimme. Ganz genau. Das heißt, guckt da jetzt direkt schon mal nach, dass ihr bitte alle in euren mobilen Daten seid. Und Bea hat es gerade schon gesagt, wir haben 4-mal eine ganz große Besonderheit, nämlich die sogenannte Wildcard. Das heißt, wir werden es immer so machen, dass wir eine komplette Kategorie, also Foto oder Video, komplett in allen Regionen abbilden, wo wir Nord und Ost, wir kommen da gleich dazu, warum wir das gemacht haben, aber in den Kategorien, wo wir Nord und Ost zusammengelegt haben, da bitte nicht sofort abschalten, wenn eure Kategorie dran war, denn da wird es jeweils eine Wildcard geben. Das heißt, wer nicht im ersten Anlauf weiterkommt, der hat noch einmal... Der hat noch eine Chance. Ganz viel Bauchkribbeln auf jeden Fall. Das heißt, alle, die ihr online seid und zuschaut für eure Favoriten, schaltet nicht einfach direkt ab, sondern wartet nochmal. Es gibt da noch eine Wildcard und das zieht sich durch bis heute Abend zum Schluss, bis die DJs dran sind. Das heißt, geht nicht ins Bett. Jetzt hast du gespoilert, dass die DJs zum Schluss sind. Genau. Naja, wer hätte es denn gedacht wohl? Also, ihr Lieben, wir werden loslegen jetzt. Das heißt, ich werde mich immer aus dem Staub machen, weil das ist sowieso, wenn ich hier moderiere, Freestyle geht, aber dann lasse ich es lieber dir. Du kennst die Leute, wir werden sie euch alle zuschalten oder zumindest versuchen, alle zuzuschalten. Ich würde sagen, wir starten mit der allerersten Kategorie und das ist die Kategorie Video Nordost. Das sind die Nominierten in der Kategorie Videografie Nordost. Hochzeitskino. Und Wertfilms. Und jetzt sind sie mir auch schon zugeschaltet, der liebe Raphael von Hochzeitskino und Kevin von Wertfilms. Gleich können wir sie auch persönlich sprechen, aber zuallererst mal wage ich einen kurzen Blick, im Prinzip nicht über meine Schulter, aber über eure Schulter und bekomme den Daumen hoch, dass wir das Voting starten können. Denn für die Kategorie Hochzeitsvideografie Nordost beginnt das Voting jetzt. Und ihr könnt jetzt eure Stimme abgeben. Hier ist der QR-Code für euch. Da unten ist er. Und ihr könnt ihn jetzt scannen oder könnt über den Link in YouTube gehen und könnt eure Stimme abgeben für euren Favoriten in dieser Kategorie. Und ich schaue jetzt mal. Kevin, dich schnappe ich mir zuerst, mein Lieber. Da Hi. Bist du. Kevin, wie geht's dir gerade? Ja, könnt ihr mich hören? Wir können dich hören. Ich bin unglaublich aufgeregt, Leute. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Ich kann fast nicht mehr atmen. Lasst es uns durchziehen.
Ja. Kevin, jetzt ist ja deine Familie die ganze Woche hier mit dir quasi unterwegs gewesen, durch den ganzen verrückten Wahnsinn. Sitzen die mit dir auf dem Sofa und sind aufgeregt? Ich bin tatsächlich auf einer Voting-Party. Meine Familie schaut von zu Hause zu, aber sie haben mich alle schon vor 10 Minuten angerufen. Kevin, wie geht das nun? Wir wollen unbedingt für dich abstimmen. Also ja, sie gucken von zu Hause zu. Grüße und ich bin gespannt. Und drücken dir die Daumen. Und da ist auch schon Rafa vom Hochzeitskino. Hallo Rafa, wo ist die orangene Fliege? Hallihallo, ich höre euch so schlecht irgendwie. Und da ist auch schon Rafa vom Hochzeitskino. Hallo Rafa, wo ist die orangene Fliege? Die ist zu Hause geblieben. Ihr könnt sehen, Rafa läuft durch die Gegend und das könnte möglicherweise seinen Empfang doch massiv beeinträchtigen. Also Rafa, wie geht's dir gerade? Bist du aufgeregt? Das könnte möglicherweise... Okay, wir können Rafa leider nicht hören. Und Kevin, guckt mal, ist uns weggelaufen. Oder vielleicht ist Kevin uns auch umgefallen, wir wissen es nicht. Noch läuft das Voting, ihr Lieben. Ach, guck, da ist Kevin wieder da. Noch läuft das Voting. Das heißt, stimmt ab, nutzt den QR-Code und lasst eure Stimme da für einen eurer Favoriten. So, Kevin, sag mal, wenn du nur gesetzt den Fall, du kämst weiter, hast du schon ein Konzept für deinen möglichen Finalfilm? Auf jeden Fall, der stand schon seit Anfang an und ich kann es kaum erwarten, euch das dann zu präsentieren. Okay, das heißt, du hast hoffentlich in den letzten Wochen auch so ein bisschen Routine hinzugewonnen und so ein bisschen dich reingedacht in den Gedanken, was wäre, wenn es für dich weitergeht? Auf jeden Fall, ich denke jeden Tag dran. Ich denke auch nachts dran, wenn ich schlafe und wach dann auf, weil meine Gedanken nicht abschalten können. Also ich bin ganz viel schon dabei und kann es kaum abwarten. So, ich frage jetzt nur noch mal den lieben Rafa. Rafa, wenn du uns hören kannst, dann schenk uns ein kleines Winken. So, Rafa, wenn du sehr aufgeregt bist, schenk uns den Daumen hoch. Ein kleines Winken. So. Der Daumen hoch kam nicht mehr, wahrscheinlich ist Rafa nicht aufgeregt. Das Voting für die Kategorie Hochzeitsvideografie, beste Hochzeitsvideografie in der Region Nordost ist beendet. Und jetzt ist es wirklich Bauchkribbeln. Ich hoffe, Kevin und Rafa, ihr haltet euch gut fest, denn gleich kommt der Daumen. Und dann wissen wir, das Ergebnis steht fest. Und dann werden wir auch schon direkt den allerersten Sieger in den Wedding King Awards vorentscheiden, in den Kategorien verkünden dürfen. Und dann habt ihr schon mal gesehen, wie das jetzt geht, die weiteren 23 Male. So, das heißt, guck mal hier, Rafa, der seine Fliege zu Hause gelassen hat, der trägt immer diese Fliege und ich bin völlig fassungslos, dass sie heute Abend nicht trägt. Aber ich habe den Daumen. Das heißt, ihr Lieben, der Gewinner in der Kategorie Beste Hochzeitsvideografie in den Regionen Deutschland Nordost bei den Vorentscheiden ist... Kevin! Ja! Herzlichen Kevin, herzlichen Glückwunsch! Dankeschön! Oh, im Hintergrund hört man schon. Guck mal, da wird schon gejubelt für dich, Kevin. Jawohl! So wollen wir das. So wollen wir das sehen. Halt, Kevin, bleib stehen, fall nicht um. Wo ist er hin? Ja. Ah. So, Kevin, guck mal, es sind alle erleichtert und wahrscheinlich tanzt deine Familie jetzt gerade im Wohnzimmer wirklich Samba auf dem Sofa. Wie fühlt sich das an, Kevin? Unglaublich, unglaublich. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich kann mich nur bei allen Leuten bedanken, die für mich die Stimme. Sehr schön. Kevin, wir sehen dich in Köln. Wir sehen dich im Finale und jetzt geh feiern. Dankeschön. Schönen Abend noch. Ich bleib dabei. Kevin, liebe Grüße. Cool. Ich glaube, wir sehen jemand anderen von dem Ort, wo du streamst, gerade nochmal nachher. Ne? Aber so viel wollen wir nicht zu viel verraten. Jetzt mach dir eine Flasche auf und wir sehen uns später wieder. Mach's gut. Danke. Tschüss. Tschüss. Oh, so. Als erster sein ist schwierig. Aber für alle, die für Rafa gewotet haben, es ist für Rafa noch nicht vorbei, denn diese Kategorie ist eine der Kategorien, in denen es gleich weitergeht zur Wildcard. Aber es geht jetzt erstmal weiter zur nächsten Region. Wider, genau. Also richtig, alle dranbleiben, alle Rafa-Fans dranbleiben. Ihr habt gleich nochmal die Chance, für ihn abzustimmen. Aber es geht hier wirklich Schlag auf Schlag. Das heißt, nach Nordost kommt logischerweise Süd. Und das bei den Videografen, das sind die Nominierten. Das sind die Nominierten in der Kategorie Videografie Süd. Sunny Wedding Film.
und Alena und Felix. Und da schalten wir auch diese beiden Nominierten jetzt zu, denn für die Region Deutschland Süd sind nominiert die liebe Jenny von Sunny Wedding Film und Alena und Felix als Videografen. Aber als allererstes geben wir euch jetzt wieder die Möglichkeit, eure Stimme abzugeben, denn das Voting für die Region Süd bei den Hochzeitsvideografen startet jetzt. Hier ist wieder der QR-Code. Der Link wird gerade im YouTube-Chat gepostet. Jetzt könnt ihr eure Stimme abgeben für euren Favoriten. Und wir schauen mal, ob wir sie zugeschaltet kriegen, die beiden. Oder vielmehr die drei, um sie zu fragen, wie es ihnen geht und wie ihre letzten Wochen waren. So, denn was ihr wissen solltet ist, bis wir hier so alle Teilnehmer zugeschaltet haben, dauert das natürlich immer ein bisschen. Alle sind total aufgeregt, warten auf ihren Zoom-Call beziehungsweise warten darauf, dass sie zugeschaltet werden. Und da ist sie. Hallo, liebe Jenny beziehungsweise hallo, liebe Sunny. Hallo, hallo liebe Alena und lieber Felix. Hallo. So, und ich schnapp mir mal zuallererst die liebe Sunny. Sonniges Gemüt zeichnet dich aus. Deswegen heißt auch die ganze Firma so Sunny Wedding Film. Bist du immer noch sonnigen Gemüts oder hast du so langsam so doll Bauchkribbeln, dass du nicht mehr lächeln kannst? Also wie man sieht, kann ich noch lächeln, aber mir geht gerade so hart die Pumpe. Ich bin echt krass aufgeregt und ich lächle noch, aber in mir drin schaut es schon ganz schön wild aus. Ja, das kann ich mir vorstellen. Jenny, wie sieht's aus? Ist die ganze Familie anwesend? Sitzen alle aufgeregt auf dem Sofa mit dir? Die sitzen alle im Nebenraum, ja. Ich habe mich gerade ein bisschen verzogen, um Ruhe zu haben, aber die sind alle da und fiebern ganz doll mit. Ja, das kann ich mir vorstellen. Alena und Felix, ihr sitzt wahrscheinlich wieder auf eurem super hübschen Sofa und euch kann kein Wässerchen trüben, oder? Ach, mittlerweile sind wir doch auch relativ aufgeregt. Das meint man ja bei euch nicht. Ihr wirkt immer so, ne, so ganz cool und alles ist irgendwie ganz schön. Wie habt ihr so die letzten Wochen erlebt? Ach, wir haben seit 2 Wochen einen Familienzuwachs bekommen von unserer kleinen Josie. Und die hat uns tatsächlich sehr auf Trab gehalten. Und uns sehr gut abgelenkt, aber jetzt so kurz davor steigt die Aufregung auch bei uns. Ja, voll. Das ist natürlich ein cleverer Schachzug, einen Hundewelpen mitzubringen zum Voting. Guck mal, Jenny lacht schon. Jenny, sag mal, wie sieht's bei dir aus? Deine Familie und insbesondere ein ganz kleiner Mensch, könnte ich mir vorstellen, ist jetzt so aufgeregt, dass sie noch nicht ins Bett musste, oder? Doch, die war tatsächlich schon so müde, dass sie eingeschlafen ist. Aber die war die ganze Woche, hat schon richtig mitgefiebert und ich habe ein bisschen Flyer verteilt. Und dann war sie immer ganz eifrig und hat gemeint, Mama, ich will mit Flyer verteilen und wollte dann in jeden Briefkasten was reinstecken. Und ja, war richtig süß. Daran sieht man aber auch, was ihr alle ja für ein Engagement an den Tag gelegt habt in dieser Woche. Alena und Felix, seid ihr auch um die Häuser gezogen und habt Flyer in Briefkästen gesteckt? Tatsächlich nicht, nee, weil wir so viel zu tun hatten. Aber wir haben sind guter Dinge. Und das zählt ja auch, finde ich. Wisst ihr was? Euer Voting ist soeben beendet worden. Das heißt, genau, Jenny. Jetzt heißt es tief, tief atmen, denkt dran. Egal wie das ausgeht, es ist gleich noch nicht vorbei, denn es gibt noch die Wildcard. Und ich warte jetzt tatsächlich auch wieder, ich warte immer auf den Daumen und es ist für mich genauso aufregend wie für euch, das kann ich euch sagen. Und wenn wir dann das Ergebnis haben, dann jubeln wir mit allen mit und wir sind traurig mit allen, für die es am Ende nicht gereicht hat. Denn das, was wir in diesem Jahr erlebt haben, war ein Nominiertenfeld, wie wir es vorher noch nie erlebt haben. Aber hier ist es, das Ergebnis. Der Gewinner, die Gewinnerin in der Kategorie Beste Hochzeitsvideografie. Alena und Felix! So, ihr zwei. Guck mal, Alena. Wir hören ja gar nichts. Nee, ich glaube, bei Alena sind ganz schön. Dankeschön. Bin ich fertig. Ihr seid doch sonst immer so redegewandt. Mhm. So, ihr zwei. Und jetzt heißt es auf den Weg ins Finale. Oh Gott. Wir freuen uns so. Und vielleicht kommt in diesem Finalfilm ja ein Hundewelpe vor. Wer weiß? Wir lassen uns überraschen. Ihr zwei. Wir uns auch. Wir danken euch sehr und wir sehen euch bald wieder. Und denkt dran, alle anderen, die für Sunny Wedding Film abgestimmt haben. Macht's gut, ihr Süßen, ihr drei.
Genau, ganz wichtig, liebe Jenny-Fans, das war jetzt wirklich ganz, 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 ganz knapp. Also wirklich, das war schon im Online-Voting knapp. Wir werden das heute immer noch mal so ein paar Insights sagen. Achso, tschüss ihr zwei, ihr Lieben, macht's gut, ne? Und jetzt feiert ein bisschen. Jetzt feiert ein bisschen. Aber Jenny, für alle Fans von Jenny da draußen, bleibt bitte dran. In wenigen Minuten habt ihr noch mal die Chance. Vielleicht passt es dann ja noch mal, denn das war jetzt auch schon wirklich knapp. Ich glaube, es ist auch mal ganz gut, denn Benny betreut ja auch das Voting und der wird euch auch immer mal wieder sagen können, ob es knapp war, manchmal sogar wie knapp es war. Denn wir haben tatsächlich im Online-Voting diese Woche teilweise Unterschiede von nur wenigen Stimmen erlebt, obwohl weit über 33.000 Stimmen abgegeben worden sind. Vielen Dank heißt, an der Stelle nochmal. Ja. Das ist absoluter Wahnsinn und wir sind ganz, ganz mächtig stolz und sagen einfach aus ganz tiefstem Herzen, danke, dass ihr das so supportet. Wir haben uns das vor 6 Jahren glaube ich, nicht träumen können. Lassen. Also das ist wirklich ganz großes Dankeschön an euch da draußen. Und ja, machen wir direkt weiter, würde ich sagen. Denn jetzt warten die Hochzeitsvideografen und Videografinnen in der Region West auf uns. Und diese Nominierten sind... Das sind die Nominierten in der Kategorie Videografie West. Foto-Videowerk. Und Christoph Künster. Und wieder haben wir zwei grandiose, fabelhafte, sensationelle Nominierte, wenn ihr so wollt, die wir uns gleich dazuschalten. Aber das Voting für diese beiden, für diese Kategorie, das startet genau jetzt. Hier ist euer QR-Code. Der Link geht bei YouTube in den Chat. Und ihr könnt jetzt eure Stimme abgeben für diese Nominierten in der Region West, für Christoph Künster oder für Katja und Alex vom Foto-Videowerk. Und jetzt bin ich gespannt, wen wir zuerst zugeschaltet kriegen, denn ich bin ziemlich, ziemlich sicher, dass die alle drei aufgeregt sind. Und da sind Katja und Alex. Hallo ihr zwei. Hi. Und das auch schon Christoph. Ich schnapp mir zuerst Katja und Alex. Also ihr zwei, wie geht's euch und wie war eure letzte Woche? Also ich muss sagen, unsere letzte Woche war sehr, sehr entspannt, weil wir im Urlaub waren und sind jetzt quasi gestern erst zurückgekommen. Und bis eben gerade waren wir auch super tief entspannt. Das hat sich jetzt aber gerade geändert. Ich muss sagen, die Schweißflecken sind nicht so groß, aber wie beim ersten Interview. Außerdem, Alex, hältst du die Arme schön nah am Körper. Ja, das hast du mir beigebracht. Christoph, hältst du deine Arme auch schön nah am Körper, weil du einen Schweißausbruch hast? Ich weiß gerade gar nicht, wohin mit mir. Christoph, wo sind denn deine Liebsten? Sind die auch immer schön? Christoph, trink. Das ist eine sehr gute Strategie. Sitzen deine Liebsten mit dir zu Hause heute? Ja, meine Frau sitzt gerade vorm Fernseher und schaut sich das gespannt an. Und meine Kinder sind schon am Schlafen, logischerweise. Die sind auch schon ins Bett. Was ist los mit den Kindern? Die waren alle so aufgeregt, als wir bei euch waren. Und jetzt schlafen die alle? Ja. Sag mal, Christoph, genau. Wenn du wirklich mal so zurückschaust, so lange bist du jetzt noch nicht voll selbstständig. Das ist ja erst passiert, während wir quasi für die Tour gedreht haben. Das ist bei dir die letzten Tage deiner deiner Vollzeitbeschäftigung, wenn man so will, war. Und jetzt bist du voll selbstständig. Hättest du dir das träumen lassen? Nee, das ist ehrlich gesagt alles ziemlich wild, was gerade so passiert. Ich bin ja letzte Woche aus Schottland wiedergekommen. Morgen fliege ich nach Polen. Und jetzt sitze ich hier und mein Herz schlägt gerade bis zum Hals. Ich bin super aufgeregt und es ist alles irgendwie gerade wie so in einem Film. Mhm. Jetzt sind die letzten 25 Sekunden des Votings angebrochen. Katja und Alex, wenn ihr jetzt schon mal ein paar Monate vorausdenkt, wüsstet ihr schon, was ihr dreht, wenn es wirklich dazu kommt? Ja, also viele Ideen haben wir schon. Wir haben uns auch schon viele Gedanken gemacht. Wir hatten ja letzte Woche Urlaub, da haben wir ganz viel durchgedacht und haben auch gute Ideen dafür. Ihr seht, das Lichtsignal war da. Das Voting für diese Region ist beendet und geschlossen. Das heißt, gleich erfahren wir, wer der Finalist sein wird in der Region Deutschland-West bei den Hochzeitsvideografen. Aber denkt dran, derjenige, der jetzt nicht weiterkommt, gleich gibt's noch eine Chance auf die Wildcard. Aber jetzt warten wir wie immer gespannt auf den Daumen. Und ich glaube, Benny wird euch gleich mal, wenn er reinkommt, ein bisschen was dazu sagen können, wie knapp das auch im Online-Voting war. Denn wir haben in diesem Jahr
einfach Nominierte, die so auf Augenhöhe sind und so tolle Arbeit machen, jeder für sich, dass es, glaube ich, auch ganz, ganz viele der über 33.000 Leute im Online-Voting schwer hatten, sich wirklich, wirklich endgültig zu entscheiden. Aber, Benny, ist das ein Daumen? Es ist ein Daumen. Ich darf euch sagen, das Ergebnis ist da. Und, genau, Christoph, atme noch mal durch. Katja und Alex, haltet euch an den Händen fest. Alex, halte die Arme nah am Körper. Denn der Gewinner oder die Gewinnerinnen in der Kategorie Beste Hochzeitsvideografie in der Region Deutschlandfest ist oder sind... Christoph Künstler! Du hast dich stumm geschaltet! Christoph, dein Ton ist aus! Schalte den Ton ein! Er hat so laut geschrien, den Ton nicht ein. Er hat so laut geschrien, dass du ihn gehört hast. Das ist ja Wahnsinn. Danke an alle. Danke an euch alle. Du fliegst morgen als Finalist nach Polen. Das ist ja unfassbar. Aber deine Nerven, du musst ja nachher noch mal, ne? Also es dauert noch ein bisschen, aber in einigen Minuten, eventuell Stunden, musst du ja noch mal ran. Und auch Katja und Alex übrigens, Katja und Alex sogar jetzt gleich noch mal. Aber wird, ja, da ganz, ganz fair auch die zwei, ganz toll. Christoph, Glückwunsch erstmal dazu. Video hast du dir schon mal geholt, den Platz? Foto sehen wir gleich weiter. Foto sehen wir gleich weiter. Danke dir, wir sehen uns gleich hoffentlich noch mal wieder. So, und der Christoph legt sich jetzt mal kurz neben seine Frau aufs Sofa und schreit ganz leise weiter. Und wir atmen. Wir atmen. So, wir atmen durch und wir müssen natürlich jetzt noch mal ganz kurz. Also, es ist Wahnsinn. Wir sagen auch hier erstmal Dankeschön, wie viele Leute gerade zugucken und abstimmen. Also, wir sind hier bei weit über 1000 Votes. Das ist unfassbar. Der eine hat gerade geschrieben, das hat nicht funktioniert. Ganz wichtig, es gibt natürlich zwei Dinge, die ihr beachten müsst. Klar, das kennt ihr jetzt alle schon mit nur in einem WLAN, also nur in einem Netzwerk sein und so. Aber auch, könnte ein kleiner Flüchtigkeitsfehler sein, ihr müsst natürlich live sein. Ne? Also ihr dürft jetzt nicht zwei Minuten hinter dem Stream herhinken. Bei YouTube seht ihr so eine Live-Anzeige unten. Und da mal auf live klicken, dass ihr wirklich auch, also jetzt, wo ich jetzt sage, auch jetzt bei jetzt seid, sozusagen. Dass ihr jetzt einfach auch jetzt seid. Das ist das Prinzip von Gegenwart. Genau. Ich bereite das Wildcard-Voting ganz kurz vor. Genau. Du überleitest da, leitest da über. Ich überleite dann. Und dann kommt gleich was sehr, sehr Spannendes. Ich Benni bin geht gespannt. Jetzt raus, denn... Wir sprechen jetzt über das Thema Wildcard und damit geht es gleich los. Das heißt, wir haben drei Regionen jetzt gesehen und es sind jetzt natürlich noch Nominierte übrig. Und weil wir die Region Nord und Ost zusammengelegt haben, gibt es jetzt die Möglichkeit, dass ein vierter Bewerber weiterzieht. Das heißt, ihr könnt jetzt nochmal eure Stimmen gleich abgeben. Denn die Nominierten im Wildcard-Voting sind der Rafa vom Hochzeitskino. Guck mal, ich habe die Gewinner im Auge. Der Rafa vom Hochzeitskino. Es ist Jenny von Sunny Wedding Film und es sind Katja und Alex vom Foto-Video-Werk. Und dieses Voting, das startet jetzt. Also, und jetzt gebt ihr eure Stimmen ab für einen dieser drei, die jetzt noch eure Favoriten sind. Und dann könnt ihr bestimmen, wer von diesen dreien noch ins Finale weiterzieht. Mal grundsätzlich dazu, was im Finale passieren wird. Die Videografen haben die Finalaufgabe, ein Hochzeitsvideo zu drehen. Ein Videofilm, der ihr Können und auch ihren Stil abbildet und den sie dann als Wettbewerbsbeitrag einreichen. Dieser Film muss im Rahmen des Wettbewerbs eine ganz bestimmte Länge haben und darf sich am Motto des Jahres orientieren, das muss er aber nicht. Das heißt, wir begleiten diese Nominierten dann auch im Finale mit unserem Kamerateam bei ihrem Videoshoot. Wir sind schon mit unseren Nominierten um die halbe Welt geflogen, wir waren schon auf Mallorca, wir sind schon nach Griechenland geflogen und haben da gedreht, um zu zeigen, wie diese Nominierten, diese Finalisten arbeiten. Denn das ist ja nun mal das Prinzip der Wedding King Awards, dass jeder Nominierte zeigen muss, was er kann. Das heißt, wir begleiten unsere Videografen dann auf ihren Videoshoots, Land auf, Land ab, ob im Ausland oder im Inland, und zeigen euch, wie ein Hochzeitsvideo entsteht. Und natürlich zeigen wir euch dann auch das Ergebnis. Und das zeigen wir euch nicht erst im Finale oder am Abend des 3. November, sondern diese Hochzeitsvideos zeigen wir euch vorher auch schon in einer Premiere während der dann wieder stattfindenden Wedding Wednesday Magazine. Ihr habt jetzt noch 20 Sekunden Zeit, um abzustimmen.
Das heißt, ihr könnt dann schon im Vorfeld des Finales die Filme sehen und könnt schon mal schauen, wer ist mein Favorit. Denn auch im Finale wird es wieder ein Online-Voting geben vorab und es wird wieder ein Abend-Voting geben während der großen Live-Show in der Flora. Und das Voting für die allerletzte Chance bei den Hochzeitsvideografen ist beendet. Und jetzt erfahren wir gleich, wer mit der Wildcard als vierter Finalist einziehen wird in der Kategorie der Hochzeitsvideografen und Videografinnen in Deutschland. Ich bin sehr, sehr gespannt, was Benny sagen wird, ob es knapp war und wie knapp es war. Und dann wollen wir doch mal schauen. Der Gewinner oder die Gewinnerin der Wildcard in der Kategorie Beste Hochzeitsvideografie bei den Wedding King Awards Vorentscheiden 2024 ist... Und Jenny. Es zieht weiter, Jenny von Sunny Wedding Film. So Jenny, wenn du noch da bist, wenn du auf deinem Sofa sitzt, wenn du vielleicht nicht eingeschlafen bist, also anhand klick der noch Stimmen, mal schnell auf den Zoom-Link. Ich wollte gerade sagen, anhand der Stimmen ist da noch gar keiner eingeschlafen bei Jenny, denn die waren alle hellwach gerade eben. Also ihr habt es geschafft, auch Jenny zieht ins Finale ein. Jenny, klick noch mal auf den Zoom-Link, wir wenn lassen du kannst. Dich noch mal rein, wenn du kannst. Und an dieser Stelle gucken wir uns doch mal das Finalteilnehmerfeld an, denn wir haben hier eine Kleinigkeit vorbereitet. So sieht's also aus. Wir haben vier Nominierte, die ins Finale einziehen. Es ist Kevin Wehr, es sind Alena und Felix, Christoph Künster und jetzt als Wildcard-Siegerin Jenny von Sunny Wedding Film. Oh, auch Sunny von Sunny Wedding Film, ihr sonnigstes Lächeln gerade lächeln wird und hoffentlich ihrem Mann in die Arme gefallen ist auf dem Sofa und sich jetzt freut wie verrückt. Aber wir kriegen schon das Zeichen, Böhmi, wer sich noch an Böhmi erinnert, ihr kennt ihn alle. Böhmi hat wild so gemacht. Jenny ist nicht da. Ist nicht weiter schlimm. Wir können die Gelegenheit nutzen, ganz kurz, weil wir haben, ich sage jetzt mal keinen Namen, es betrifft die Brautmode. Ich habe gerade eine WhatsApp bekommen. Leute, wir sind hier in der Live-Show. Also mit dem Zoom-Link funktioniert alles. Ich glaube, die Person weiß jetzt, wen ich meine. Also auch wenn da vielleicht ein anderes Datum steht, klick einfach den Zoom-Link an, den du hast. Jenny, wir grüßen dich ganz, ganz herzlich. Wir sehen uns sowieso und wir sehen uns spätestens am 3. November in der Kölner Flora. So, und dann machen wir jetzt weiter. Wir schreiten weiter direkt zur nächsten großen Kategorie. Zu einer Kategorie, die wahnsinnig beliebt ist, die wahnsinnig viel auch beobachtet wird, so wie momentan, glaube ich, jede der sechs Kategorien. Und das sind die Trauredner und Traurednerinnen. Und wir beginnen direkt mit den Nominierten in der Region Deutschland Nordost. Denn hier gibt es auch wieder eine Wildcard zu vergeben, aber erstmal die Regionen. Die Nominierten in der Region Deutschland Nordost sind. Das sind die Nominierten in der Kategorie Traurede Nordost. Ariane traut euch. Und Agentur Heimathafen. So, und da sind sie, die Kolleginnen, die für diese Region antreten. Das ist die liebe Ariane von Ariane traut euch und Vanessa von der Agentur Heimathafen. Und damit ihr jetzt eure Stimmen loswerden könnt für eure Favoritin, startet das Voting für diese Kategorie genau jetzt. Hier ist der QR-Code für euch und der Link wird direkt in den YouTube-Chat gepostet, sodass ihr jetzt eure Stimme abgeben könnt. Denkt wie immer dran, dass ihr alle in den mobilen Daten sein solltet, wenn ihr gemeinsam auf einer Voting-Party oder zu Hause auf dem Sofa sitzt. Natürlich könnt ihr mit eurem Handy abstimmen, aber wer es komplett verpasst, ihr könnt auch über unsere Homepage, über www.weddingkingawards.de reingehen. So, und jetzt schaue ich mal nach, ob ich einen Daumen kriege und ob eine der beiden zugeschaltet ist. Also, Ariane oder Vanessa, können wir eine der beiden sprechen oder können wir es nicht? Denn ihr müsst wissen, da ist Ariane. Hallo, liebe Ariane, schön, dich zu sehen. Erzähl mal, wie geht's dir und wie waren deine letzten Tage? Ich schätze, sie waren verrückt. Sie waren, nicht nur die letzten Tage waren verrückt, ich würde sagen, die letzten Wochen waren verrückt. Und ich bin heute genauso aufgeregt wie auch alle anderen. Ja. Wenn du dich mal so mit den anderen Nominierten unterhalten hast, kannst du sagen, oh, ich mag die alle so gerne, dass ich sie am liebsten alle im Finale wiedersehen würde?
Ja, definitiv. Also es ist schade, dass wir nicht mehr Stimmen abgeben konnten. Das hätte ich gerne getan. Ja, das glaube ich. Das glaube ich. Guck mal, da ist auch Vanessa von der Agentur Heimathafen dazu geschaltet. Hi Vanessa, wie geht's dir denn? Bist gerade eben noch total cool. Ich kann das jetzt verstehen, was die anderen gesagt haben. Auf einmal geht da doch so ein bisschen die Pumpe, muss ich gestehen. Jetzt, Vanessa, sitzt du ja da schön auch in deinem Laden, wo ja auch täglich Leute vorbeikommen. Haben da auch Leute reingeschaut und gewunken und gesagt, hallo Vanessa, wir haben schon abgestimmt diese Woche? Am Laden direkt noch nicht, aber mich haben doch einige Nachrichten erreicht. Da war ich ganz überrascht, auch aus vielen unterschiedlichen Ecken. Auch Menschen, mit denen ich schon länger keinen Kontakt hatte, haben sich gemeldet und gesagt, ey, ich habe das mitbekommen und ich habe für dich abgestimmt oder meine Stimme hast du. Das hat mich schon sehr berührt. Das war echt richtig, richtig schön. Ja. Ariane, gab es bei dir auch so Überraschungsmeldungen von Menschen, mit denen du nicht gerechnet hättest? Ja, tatsächlich. Ich habe auch, nachdem ich es breit gestreut habe, von einigen Leuten, heute sogar vom Bürgermeister, also wenn er da ist, hallo, gehört, dass sie für mich abgestimmt haben. Ja. Wie spannend. Also wir haben ja in der Tat auch mehrere Bürgermeister getroffen. Ist es sicherlich ein schönes Gefühl, auch die Gemeinde gewissermaßen hinter sich zu wissen? Oder, Ariane? Ja, definitiv. Ja, ne? Guck mal, jetzt sind es noch 4, 3, 2, 1 Sekunde. Und das Voting für die Kategorie der besten TraurednerInnen in der Region Deutschland Nordost ist beendet. Das heißt, gleich erfahren wir, wer weiterziehen wird. Aber wenn es eure Favoritin jetzt nicht ist, bleibt dran, denn auch diese Kategorie bekommt ein Wildcard-Voting. Das heißt, geht nicht ins Bett, lasst euch nicht hinterrücks aufs Sofa fallen, bleibt schön dran, wir voten gleich nochmal, genau, guck mal, und machen dann das, nämlich was Vanessa macht, trinken uns in der Zwischenzeit ein. Das ist eine sehr, sehr gute Strategie. Und ich frage jetzt gerade hier über eure Schulter weg, habe ich einen Daumen? Oh, und es wird gerechnet. Diesmal wird es wirklich knapp. Ich kann euch sagen, was das Online-Voting angeht, war das wirklich eine unglaublich knappe Kategorie. Da hat es teilweise Momente gegeben diese Woche, wo es Unterschiede von nur 10 Stimmen gab. Also das mal, ne, dass ihr mal wisst, wie das hier so passiert, dass wir auch manchmal mit ja Herzstolpern davor sitzen und denken, puh, wie knapp wird das? So, aber gleich ist es soweit und dann wissen wir, wer als Finalistin in der Kategorie TraurednerInnen Nordost weiterzieht. Denn die Gewinnerin in dieser Kategorie ist... Es ist Ariane von Ariane traut euch. Du darfst dich freuen, Ariane, du darfst freu dich. Weiterklatschen, es ist in Ordnung. Es war der Versuch zu Contenance irgendwie so. Herzlichen Glückwunsch von unserer Seite. Ariane, lieben Gruß an den Bürgermeister. Vanessa, vielen danke Dank für den Gruß. So, Ariane. Vanessa sehen wir ja sowieso gleich. Vanessa noch sehen wir gleich nochmal. Und Ariane, was hast du zu sagen dazu? Nein, wie geht's dir jetzt? Ich habe Puls, ich habe richtig Puls. Ich habe es unten gerade ein bisschen jubeln gehört. Wir haben eine kleine private Session sozusagen. Und ja, ich freue mich riesig. Also das heißt, für so ein Nordlicht war das jetzt schon ein richtiger Ausraster. Man weiß, was da unten los ist. Da musst du gleich erstmal runtergehen und mal schauen, was da eigentlich los ist. Also herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Ah ja, herzlichen Glückwunsch. Wir sehen uns in Köln, würde ich sagen. Freue mich. Hotel ist gebucht. Sehr gut. Dann Ariane, ab zu deiner Familie. Und denk dran, für Vanessa könnt ihr gleich nochmal abstimmen. Ganz danke, genau. Ariane. Ariane, danke dir. Und natürlich hat Ariane es jetzt schon gesagt, Hotel ist gebucht. Wir müssen ja auch dazu sagen, natürlich sind alle unsere Nominierten, ob sie weiterkommen oder nicht heute, Teil dieses Wedding King Award Kosmos oder dieser Familie. Und deswegen wird es natürlich auch dieses Jahr wieder eine große Public Viewing Party in der Flora geben. Und da sind natürlich alle herzlich eingeladen. Ob man heute gewinnt oder es eben nicht reicht, bitte seid nicht zu enttäuscht. Ihr habt einen unfassbar tollen Weg hingelegt. Bea hat es gerade gesagt, es war im Online-Voting knapp, es war jetzt knapp. Wir sagen wieder Danke. Eigentlich sage ich immer nur Dankeschön. Wir sagen immer also wieder 50 Danke. 50 Jahre die Flippers oder wie geht das? Naja. Gut. Wir Zeit kommen, für die nächste Kategorie. Wir sind oder so eigentlich extrem Region. Gut in der Zeit. Wir sind extrem gut in der Zeit. Wir müssen ein bisschen langsamer reden. Okay. Aber besser gut in der Zeit als schlecht in der Zeit, sagt man ja so schön. Und immer komme ich gegen dieses Ding hier, das klackert immer so. Naja gut, so ist das Leben. Wir machen weiter mit der Kategorie Traurede Süd. Süd. Das sind die Nominierten. Das sind die Nominierten in der Kategorie Traurede Süd.
Herz-Gänsehaut-Momente. Irene Fribus. Und deine Hochzeitsmacherei. Drei wahnsinnig tolle Nominierte, vier unfassbare Herzensmenschen, die wir auf der Tour kennengelernt haben, als unsere Nominierten in der Kategorie Beste Trauredner und Traurednerinnen in Deutschland Süd. Alle drei sind Menschen, die gerne Geschichten erzählen. Und die tun das auf ihre ganz, ganz unvergleichliche Weise. Und ihr dürft jetzt auf unvergleichliche Weise eure Stimme abgeben. Das Voting für die Kategorie der besten TraurednerInnen in Süd startet jetzt. Hier ist der QR-Code, der Link ist bei YouTube. Und natürlich könnt ihr jetzt sofort abstimmen, während wir jetzt hier schauen, dass wir uns mit diesen drei bzw. vier Nominierten unterhalten. Denn wir haben Anni und Markus von Herz-Gänsehaut-Momente, wir haben die liebe Irene Fribus und wir haben Lilja von Deiner Hochzeitsmacherei. So, und ich fange mal direkt an mit Anni und Markus. Und Markus hat, glaube ich, Markus ist schon kurz vor, fällt gleich vom Sofa, oder Markus? Außerdem seid ihr stumm geschaltet, ihr Lieben. Schaltet euren Ton ein. Bea, ich kann nicht mehr. Ich bin fix und fertig. Ich muss die Windel wechseln. Es geht nicht mehr. Bitte, Anni, mach das. Man sieht es dem Markus auch ein bisschen an. Anni, hast du den Markus jemals in seinem Leben so aufgeregt erlebt? Schon immer wieder mal bei bestimmten Anlässen, ja. Aber so aufgeregt noch nie. Der ist wirklich ein reines Nervenbündel, aber wir schaffen das. Ihr schafft das. Dann mach ich mal weiter mit Lilja, deine Hochzeitsmacherei. Hi Lilja, wie geht's dir? Hallo Bea, schön dich zu sehen und schön dich zu hören. Und guck mal, hinter dir haben sich deine Liebsten versammelt und warten wahrscheinlich mit dir. Hallo! Und alle sind so schön leise. Lilja, wie hast du die letzten Tage und Wochen erlebt? Es war eine sehr spannende Zeit. Es ging mit den Gefühlen rauf und runter. Ich war voller Dankbarkeit. Ich habe so viele Emotionen durchlebt. Und das Schönste war, dass ich einfach wirklich weltweit Support bekommen habe. Ich grüße Korsika, ich grüße Österreich. Vielen Dank für eure Stimmen und danke, dass ihr mit mir gemeinsam diesen Weg geht. Und meine Mädels natürlich möchte ich auch danken. Guck mal, jetzt können wir Irene leider momentan nicht dazu schalten. Das ist aber nicht schlimm. Ihr seht ja ein Bild von ihr eingeblendet und ihr gebt ja weiterhin eure Stimmen ab. Das heißt, ihr gebt natürlich eure Stimmen ab für eure Favoritinnen oder Favoriten oder Favoritinnen. Das könnt ihr euch jetzt aussuchen für Anni und für Markus, der sich jetzt schon so doll an seiner Frau festhält. Und vor allen Dingen auch Lilja, die ihre Mädels im Hintergrund hat. Und normalerweise sind wir es immer gewöhnt, dass da richtig Party ist und es ist total laut. Und es sind alle ganz vorbildlich, damit man Lilja hören kann. Jetzt sind die letzten 25 Sekunden angebrochen. Anni und Markus, wenn ihr euch vorbereiten müsstet fürs Pre-Event, und da sage ich gleich nochmal für alle Zuschauer mehr dazu, wüsstet ihr schon, was ihr tätet? Ja. 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 Wir würden so viel Liebe verstreuen, dass es mehr nicht mehr geht. Ich nehme an, Lilja, schick mir einen Daumen hoch, wenn du auch schon wüsstest, was du tätest. So. Ihr Lieben, das Voting für die Kategorie der besten Trauredner und Traurednerinnen in der Region Süd ist beendet. Das heißt, gleich erfahren wir, wer ins Finale weiterzieht. Für alle, für die es jetzt nicht reicht, gibt es gleich noch das Wildcard-Voting. Das heißt, geht nicht ins Bett, schaltet nicht ab, bleibt noch dran. Es gibt noch Stimmen zu vergeben. Und ich warte wieder und wirklich, wirklich gespannt auf den Daumen, weil ihr seid auch meine Kollegen. Und es ist, die Rednerkategorie ist immer meine Herzenskategorie, weil ich ja da selber herkomme. Und es ist für mich ein unglaublich schweres Stückchen, gleich sagen zu müssen, wer es ist und wer es vielleicht auch nicht ist. Aber Benni, kriege ich den Daumen? Der Gewinner in der Kategorie Beste TraurednerInnen in der Region Süd ist Anni und Markus von Herz-Gänsehaut-Momente. Oh, Markus. Markus fällt gleich um. Markus. Ruf den Notarzt.
Oh, die Farbe ist nicht gesund, Markus, im Gesicht. Markus! Guck mal. Seid ihr stumm geschaltet? Ja. Sagt etwas. Und jede Sekunde lohnt sich. Jede Sekunde lohnt sich für diesen Moment. Guckt ihr euch an, die beiden. Es tut mir leid, dass ich so schadenfroh loslachen muss, aber ich freue mich mit. Bitte seid mir nicht böse. Die beiden sind mir eh nicht böse, aber seid mir nicht böse. Markus, sag mir ein Wort, wie es dir geht. Oh, mein Gott, so. Danke. Danke, 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 danke. Ja, bitte, 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 bitte. Wir sehen uns im Finale, ihr zwei Verrückten. Okay, das hat geil. Also, wir drücken euch ganz fest. Wir müssen das noch ein bisschen üben bis zum 3. November mit euch, weil das ist ja eine Art Interview, auch wenn ihr nur drei Sätze sagen müsst. Aber es waren wenigstens pure Emotionen und wir danken euch dafür. Jetzt kriege ich auch schon ganz heiße Ohren hier. Wenn ich kriege ganz heiße Ohren. Und für alle, die gleich nochmal für Lilja oder für Irene Fribus abstimmen möchten, bitte bleibt dran. Ihr könnt gleich nochmal eure Stimme abgeben. Und dann geht's vielleicht für eine dieser beiden noch weiter. Also, nicht verzagen. Gleich geht's weiter. Nicht verzagen, Wildcard-Fragen. Genau, aber erst fragen wir die Nominierten in der Kategorie Beste TraurednerInnen in der Region Deutschland West. Oh, das wird spannend. Und diese Nominierten sind... Das sind die Nominierten in der Kategorie Traurede West. Nadine Krumm. Ines Göge. Benjamin Mikulajewski und Perfect Words by Carina. In Nord waren es 2 Nominierte, in Süd 3. Jetzt haben wir 4 Nominierte in dieser Kategorie. Und das Voting für die besten Trauredner und TraurednerInnen in der Region Deutschland West, das beginnt genau jetzt. Also gebt eure Stimme ab für euren Favoriten oder eure Favoritin. Hier ist der QR-Code und natürlich auch der Link im YouTube-Chat. Und jetzt schauen wir gleich mal, wem wir uns dazuschalten können, wer alles da ist und wer so richtig Bauchkribbeln hat und vielleicht auch gleich vom Sofa rutscht. Ich bin sehr, sehr gespannt auf meinen ersten Gesprächspartner. Aber bevor wir hier jemanden haben, oh, guck, da ist Nadine Krumm. Nadine! Und da ist Ines! So, gucken wir mal, ist da der Benjamin? Nee, da ist erstmal Carina. Hi. Und da ist Ariane und Alex und Katja. Mal gucken, ob wir Benjamin auch noch gleich kriegen. Ich fange mal an mit Nadine. Nadine, ich habe ehrlich gesagt einen grünen Blazer erwartet, aber heute ist es ein roter. Ist es dein Glücksblazer? Und Nadine, schalte bitte dein Mikrofon ein. Oh, pardon. Kein Problem. Alles, was bunt ist, ist für mich Glück. Bist du sehr aufgeregt heute? Ja, schon. Also aufgeregter vor Traurede und Gesang zusammen? Ja, mindestens. Mindestens. Wer fiebert heute mit dir mit, Nadine? 3 Freundinnen von mir, die hier im Hintergrund sitzen. Geil. Okay, wahrscheinlich die Flasche Sekt schon dabei haben und sagen, okay, jetzt wollen wir aber gleich wissen, wie es hier weitergeht. Sehr gut. Dann frage ich mal Ines, liebe Ines, wie geht's dir und wie waren deine letzten Tage? Hallo Bea. Hi. Die letzten Stunden waren sehr aufregend und ich fieber mit mir selber mit und fand das so toll, dass alle mich auch jetzt begleiten konnten, auch auf diesem Weg. Und wir jetzt alle in diesem Live zusammenkommen einfach und die Stimme nach dem Herzen geben und der Person. Also ich bin mega aufgeregt, aber ich freue mich total, dass der Tag jetzt da ist. Das glaube ich dir. Carina, wie ist es bei dir? Bist du auch froh, dass der Tag da ist oder soll der möglichst schnell vorbei sein, damit wir es einfach hinter uns haben? Ja, hinter uns wäre schon gut, aber ich bin total aufgeregt. Ich war lange nicht mehr so aufgeregt wie heute. Das glaube ich dir. Ist Smilla noch wach oder liegt Smilla auch schon im Körbchen und schläft? Nein, Smilla bettelt hier um die Salami vom Buffet. Dann möge ihr Wunsch erhört werden. Benjamin, mein Lieber, Hi. Wo ist der IKEA-Strandmon? Du sitzt nicht in deinem angestammten Sessel.
Ja, ich dachte, ich wechsle mal die Location. Es soll ja immer spannend bleiben. Das war für das Finale ein ganz anderer Ort. Das stimmt. Bist du so aufgeregt, dass du gerade ein bisschen den kleinen Tanzbären machst? Ja, und ich habe vergessen, Video starten zu kriegen. Also im Moment ist alles schlimm. Ich habe mich den ganzen Tag mit Gartenarbeit über Wasser gehalten, aber der Garten war fertig. Okay, das heißt, bei Benjamin ist der Garten fertig, bei Carina ist gleich die Salami vom Buffet weg. Ach, guck mal, Nadine mit ihrem Sekt und Ines, die auch sagt, komm. Ines, sag mal, wer begleitet dich heute? Wer ist heute bei dir dabei? Heute ist die Laura mit dabei von Laura Gosser. Der DJ Hansi ist mit dabei und keine Konkurrenz, aber Blue Velvet ist mit dabei. Wir gehen gleich auch noch zusammen live und wir feiern mit Freunden und mit der Familie. Und ja, sie stehen ganz leise jetzt vor mir und gucken zu. Und es ist einfach eine sehr ungewohnte Situation, aber ich bin glücklich, nicht allein zu sein. Und es sind die letzten 20 Sekunden, die laufen. Carina, wer begleitet dich heute und drückt dir die Daumen? Meine Familie in all den Orten, wo sie gerade eben ist. Die ganzen Nachbarn sitzen am Fernseher und mein Mann, der läuft hier gerade total nervös auf und ab und Miller knurrt nach wie vor die Salami an. Ach, immer. Es wird auch immer schöner. So, das heißt, das Voting für euch, das ist jetzt beendet. Jetzt können wir wirklich nichts mehr rücken. Das heißt, Carinas Mann läuft weiter einen Graben in den Teppich. Mal schauen, wohin gleich die Salami fliegt. Benjamins Garten fertig und wie geleckt, das kann nicht mehr schöner werden. Ines tanzt, Nadine hält sich am Schreibtisch fest. Das heißt, wir sind richtig, richtig gespannt. Auch bei euch kann ich sagen, es gab Situationen diese Woche im Online-Voting, wo es wirklich, also praktisch 25, 25, 25, 25 stand. Ihr wisst, was ich meine. Also wo wir wirklich nahezu eine Viertellösung hatten, wo wir einfach wussten, das wird dieser Abend heute entscheiden. Das heißt, ich warte jetzt eigentlich nur noch auf das Nicken und auf den Daumen von Benny, der mir sagt, wir dürfen sagen, wer es ist. Für alle anderen bitte bleibt dran. Es gibt gleich ein Wildcard-Voting. Das heißt, der Gewinner oder die Gewinnerin in der Kategorie Beste Traurednerin in der Region West ist... Es ist Carina von Perfect Words. Und sie stürzt uns aus dem Bild. Was ist hier heute? Und da ist ihr Mann. Aha, da wollte er doch nur noch mal ins Fernsehen. Und ich frage mich, wo ist Miller und die Salami? Carina! Carina, du hast es geschafft. Die erste Hürde hast du geschafft. Finale. Wie fühlt sich das an? Okay, ich brauche Alkohol. Okay, ich finde, du brauchst Alkohol und Smilla braucht ihr Belohnungsstückchen Salami. Okay, Carina kriegt auch kein... Also, das bei den Rednern, ne? Kein Wort mehr rauszukriegen, das ist ja unfassbar. Carina, herzlichen Glückwunsch. Genau, herzlichen Glückwunsch. Du kannst vielleicht noch gar nicht fassen. Nee, ich glaube, die Nachbarschaft hat gerade einen Schrei gehört. Gut, dann mögen die Nachbarn aber jetzt auch dranbleiben, denn es gibt noch Stimmen zu vergeben. Carina, wir sehen dich im Finale. Danke dir. Vielen, vielen Dank. Und jetzt wird es wirklich nochmal spannend, denn ihr kennt es gerade eben von den Videografen. Und jetzt kommt auch hier wieder eine Wildcard. Das heißt, alle, die es jetzt im ersten Anlauf nicht geschafft haben, und das sind ganz schön viele diesmal, die da zur Auswahl stehen, für die könnt ihr jetzt nochmal abstimmen. Wir blenden euch jetzt einen QR-Code ein, unter dem ihr euren Favoriten, eure Favoritin nochmal eine Stimme geben könnt. Wir machen das ein, zwei Minütchen dabei, erzählen wir vielleicht, was die Redner überhaupt tun müssen und dürfen. Und das heißt, ihr könnt jetzt eure Stimme abgeben für alle verbliebenen Redner und Rednerinnen aus allen Regionen. Also macht das kräftig. Und genau, lasst uns mal drüber reden, was die Redner und Rednerinnen im Finale als Wettbewerbsbeitrag leisten müssen. Die Rednerinnen, die treten an im Pre-Event. Das findet statt am 13. Oktober. Und das Pre-Event, da treten einige Kategorien an, die dort schon zeigen, was sie können. Und die Redner und Rednerinnen werden in diesem Jahr wieder einen Auszug einer Traurede halten dürfen von 20 Minuten. Auch da gibt es wieder ein besonderes Regelwerk. Ist zum Beispiel ein singender Redner dabei, dann darf dieser Kollege oder Kollegin auch natürlich dabei singen, aber nur maximal 2 Minuten in einem Song. So,
Aber das Wichtige ist, dass im Rahmen seiner Traurede oder ihrer Traurede ein Anfang, ein Ende, ein Hauptteil enthalten sein muss. Es wird ein Paar dort sitzen und es wird natürlich Publikum da sein, denn zum Pre-Event gibt's eine 100-köpfige Jury. Und diese Jury, die besteht aus Paaren, die entweder gerade geheiratet haben oder in Kürze heiraten werden. Und dazu kommen dann eine ganze Menge Hochzeitsdienstleister, vor allem Hochzeitsplaner. Diese Menschen, die da zusammenkommen, die bilden die Jury für das Pre-Event und auch diese Stimmen haben einen bestimmten Anteil. Das heißt, die Kategorien, die im Pre-Event noch was zu tun haben, und das sind im Übrigen nicht nur die Redner, die bekommen sowohl das Online-Voting als auch ein Voting im Pre-Event und auch das Abend-Voting. Damit ihr da mal so ein bisschen drüber informiert seid. Aber wir halten euch dazu natürlich auch auf dem Laufenden und erklären euch das alles nochmal ganz genau. So, das heißt aber, wenn die Redner und Rednerinnen, die jetzt ins Finale weitergehen, sich schon anfangen möchten vorzubereiten, dann können die das natürlich machen. Aber es gibt natürlich dann auch im Rahmen der Vorbereitung unser Regelbuch für alle. Und dann geht's so richtig los. Und auch hier gibt es dann wieder Videoberichterstattung. Und alle Nominierten, alle Finalisten bekommen natürlich dann auch ihre Reden oder ihre Redeauszüge, um sie euch auch später online zeigen zu können. Das heißt, wir nehmen euch mit im Pre-Event und zeigen euch die Redner und Rednerinnen, zeigen euch die Finalisten und dann am großen Finalabend gehen diese Nominierten nicht mehr auf die große Bühne in der Flora, sondern da wird dann nur noch verkündet, wer der Sieger ist. Aber das Voting für die Wildcard bei den Rednerinnen und Rednern, das ist jetzt beendet. Und dann erfahren wir auch gleich, wer von den verbliebenen Kollegen und Kolleginnen die Wildcard bekommt und ins Finale weiterzieht. Und dann schauen wir uns auch gleich gemeinsam das Finalfeld an. So, aber noch wird hier gerade kurz gerechnet und dann bin ich sehr, sehr gespannt, wen meiner grandiosen Kollegen und Kolleginnen ich noch im Finale begrüßen darf. Ich warte auf den Daumen und ich kann euch sagen, der Wildcard-Gewinner oder Gewinnerin in der Kategorie beste Trauredner und Traurednerinnen über die Regionen West, Ost, Süd, Nord, Ost, ihr wisst schon, ist. Es ist Lilja von deiner Hochzeitsmacherei. Lilja, wenn du noch dran bist und wenn du uns hören und sehen kannst. Oder deine Mädels. Oder deine Mädels, genau. Irgendjemand muss auf den Zoom-Link klicken. Und du hast die Chance, noch auf den Zoom-Link zu klicken. Dann mach das bitte. Und derweil schauen wir uns mal das Finalfeld an. Das tun wir, genau. Lilja klickt eventuell auf den Zoom-Link. Da darf man nicht abschalten, das ist so. Und dann gucken wir uns natürlich auch hier mal an. Vier ganz, ganz unterschiedliche Beiträge werden das, glaube ich. Ne? Also wir haben dabei die liebe Ariane aus dem Norden, aus dem Süden, Herz-Gänsehaut-Momente. Carina hier aus dem Westen. Und da ist das sie. Lilja! Lilja, du hast... Jawoll! Siehst du, es war gerade schon knapp und jetzt hast du es noch knapper gemacht. Aber das war es generell in der ganzen Runde. Lilja, sehen wir dich im Finale? Auf jeden Fall. So wollen wir das haben. Und können wir nochmal so ein richtiges Jubeln haben von euch? Ich glaube, Zoom hat so einen Limiter drin. Dann hört man gar nichts mehr, wenn es zu laut ist. Also, liebe Lilja, vielen Dank. Wir sehen dich im Finale. Es ist Zeit anzustoßen. Es ist Zeit anzustoßen. Mach's gut. Hab einen ganz tollen Abend. Bis bald. Cheers. Das ist das richtige Getränk. Und das richtige Glas. Hast du die Größe gesehen? Richtiges Glas. Das ist ja Wahnsinn. Richtiges Getränk. An der Stelle einfach nochmal, ne? Unfassbar gutes Teilnehmerfeld. Also wir werden aus Prinzip nicht mit abstimmen, haben wir auch noch nie, aber dieses Jahr hätten wir es auf gar keinen Fall. Wir haben euch ja auch alle besucht und das ist wirklich was ganz, ganz Besonderes gewesen. Also für uns, für unser ganzes Team, das zu sehen, das hat uns richtig mitgenommen. Ja. Ne? Und auch beeindruckt, genau, aufs Positivste mitgenommen. Und wir nehmen euch jetzt weiter mit, was für eine grandiose Überleitung. Wir nehmen euch weiter mit in die nächste Kategorie. Und auch die ist heiß erwartet worden. Es ist die Kategorie der Musiker und Musikerinnen. Und wir beginnen, wie immer, ihr habt schon gemerkt, wieder mit der Region Nordost, denn auch hier gibt's eine Wildcard zu holen später. Aber zuerst mal zur Region Nordost, denn hier sind die folgenden Kollegen und Kolleginnen die Nominierten. Das sind die Nominierten in der Kategorie Musik Nordost. Agentur Heimathafen.
und Timon Christ. Zwei Musiker, wie sie unterschiedlicher nicht sein könnten, aber auch wie sie fabelhafter nicht sein könnten. Also das wird, glaube ich, auch ein ganz, ganz zackiges und schweres Voting. Und damit ihr so schnell als möglich eure Stimme abgeben könnt, starten wir dieses Voting jetzt. Hier ist der QR-Code. Der Link geht bei YouTube in den Chat. Und jetzt könnt ihr eure Stimme abgeben für entweder Timon Christ oder für Vanessa von Heimathafen. Ihr habt sie ja gerade schon mal gesehen. So, und da ist Vanessa auch wieder. Guck mal, auch Vanessa, wie schön. Immer noch ein Getränk. Immer ganz fröhlich. Na klar, auf jeden Fall. Wie soll man das entscheiden? Ihr habt das ja selber gerade gesagt. Also es ist so schwer, da sind so viele tolle Leute dabei. Und das heißt ja nicht, dass einer von uns besser oder schlechter ist, sondern dass wir einfach alle weiterhin Spaß an unserem Job haben dürfen. Ja. Das ist, guck mal, Vanessa, das ist so eine schöne und auch faire Aussage. Ich bin nicht sicher, warst du es nicht, die diese Woche auch geschrieben hat, hey, Top 9 von Deutschland ist doch auch was? War ich nicht, aber klingt gut. Würde ich auch so unterschreiben. Also, wenn du mal so zurückdenkst an deine Anfänge als Musikerin und dann ja auch als Rednerin, wie spannend das auch war, damals anzufangen. Lässt sich das mit dem Spannungsgefühl von heute vergleichen? Schon ein wenig. Also ich habe tatsächlich bis kurz vor Beginn gedacht, dass ich deutlich abgeklärter wäre, aber bin ich ja gar nicht. Also es ist so, als würde ich gleich auf die Bühne gehen. Das hatte ich ja auch bei euch im Interview erzählt. Die einen sterben nach außen, die anderen nach innen. Und auch heute sterbe ich wieder tüchtig nach innen und bin ganz aufgeregt, ob ich das in dieser Kategorie vielleicht noch schaffe, euch in Köln zu besuchen. Ich hätte sehr, sehr große Lust darauf, aber vielleicht komme ich auch, wenn es nicht klappt. Eben, also es ist ja für alle unsere Nominierten und auch für alle Gäste ist Platz. Der Saal wird aus allen Nähten platzen, die Voting oder vielmehr die Public Viewing Party auch. Übrigens wundert euch nicht, dass Timon Christ sich gerade unten in seinem Fensterchen nicht bewegt. Der ist aktuell noch nicht zugeschaltet. Also da bitte jetzt einfach nicht wundern, er ist einfach nicht da. Aber das ist Timon, damit ihr ihn mal gesehen habt. Er hatte diese Woche einen großen Artikel in der Volksstimme in Sachsen-Anhalt, der übertitelt war mit dieser Musiker möchte den Titel. So, ich glaube aber, das wollen wir alle. Also, ne, ich glaube, Vanessa, da spreche ich für jeden einzelnen Nominierten. Und das Voting ist jetzt beendet für diese Kategorie. So, wenn jetzt euer Favorit gleich nicht weiterkommt, dann denkt daran, es gibt auch gleich wieder eine Wildcard. Es ist also alles gut, noch. Und gleich kriegen wir den Daumen und dann wissen wir, wie es hier weitergeht. Wird's Timon Christ, Akustikmusiker, wird's die liebe Vanessa von der Agentur Heimathafen. Beides eine erstklassige Wahl und ich schaue verwirrt, wie immer, über eure Schulter, nicht über meine, in die Regie und frage mich, ist da der Daumen? Und da ist er. Der Gewinner oder die Gewinnerin in der Kategorie beste Hochzeitsmusiker und Musikerin in der Region Nordost ist. Es ist Timon Christ. Timon, wir wissen nicht, wer du bist bei Zoom. Wahrscheinlich bist du irgendein kryptischer Name. Dann hoffen wir, dass du jetzt ganz, ganz viel Party machst. Und wir hoffen, dass die liebe Vanessa ihre Art so behält, wie sie auch hat, als wir da waren. Und Vanessa bleibt dran. Das ist unfassbar. Vanessa, du bist ein absoluter Schatz. Es sieht echt lustig aus, wie du da so ganz, ganz weggescreent bist. Glückwunsch an Timon natürlich. Es war auch bei euch ganz, ganz, ganz eng. Hört euch die Musikstücke auf jeden Fall an. Zwei völlig unterschiedliche. Also, ja, Vanessa hat es gerade eben gesagt, man kann das nicht bewerten. Das ist Äpfel und Birnen. Aber einer muss am Nord-Ost ins Finale. Und wie gesagt, ihr habt gleich das noch die Timon. Chance für Vanessa in der Wildcard abzustimmen. Genau. Genau. Und dann würde ich sagen, flitzen wir doch einfach weiter in unsere Region Deutschland Süd und schauen uns da mal die nominierten Musiker und Musikerinnen an. Das sind die Nominierten in der Kategorie Musik Süd. Die Bernhards. Svenja Eichner. Vanessa Schnitzler. Und LP Music.
tolle Nominierte, für die ihr eure Stimme abgeben könnt. Zwei Duos, zwei einzelne Sängerinnen. Es ist unglaublich spannend zu sehen, was da passieren mag gleich. Und wir sind unglaublich gespannt, weil es auch in dieser Kategorie wahnsinnig knapp war. Das heißt, damit ihr jetzt eure Stimme abgeben könnt, starten wir das Voting für die Musikerinnen in der Region Süd genau jetzt. Hier ist der QR-Code, Link geht zu YouTube und ihr könnt loslegen und eure Stimmen abgeben. Und ich schaue gleich mal, wen wir mir hier zuschalten und wen ich fragen können, wie der Bauch eigentlich kribbelt. Denn eins kann euch sagen, alle, die jetzt hier vor den Fernsehern sitzen, die schon mal annähernd in der Nähe der Wedding King Awards waren, sei es als Nominierte oder als Freunde von Nominierten oder als Kollegen, die hier mitgefiebert haben, der Bauch kribbelt wirklich ganz schön doll. Guck mal, und da sind schon die Bernards oder wie wir sie nennen, die Braunbärs. Da ist die liebe Svenja Eichner. Hi Svenja, guck mal, mit Begleitung und wahrscheinlich mit völlig bauchkribbelndem Bauch. Dann ist da die liebe Vanessa. Und mal schauen. Und da sind die beiden von LP Music. So, ich fange jetzt einfach mal oben an. Bei den Bernards. Hallo ihr zwei, wie geht's euch? Wow. Hallo Bea. Hi. Oh Gott, wir sind schon die ganze Zeit am Mitfiebern. Ich habe hier rote Backen, ne? Mit den ganzen anderen schon. Es ist so aufregend. Ich klammer mich hier an den Manuel dran. Nee, Manuel, guck. Es ist total toll, dabei zu sein. Ja, ne? Und wahrscheinlich waren eure letzten Tage auch so richtig groß und verrückt, oder? War alles dabei. Zeitung, Radio, wir hatten ganz Auftritte. Viele Menschen, die gekommen sind, uns Nachrichten geschickt haben. Wow, wir haben für euch abgestimmt und wir so, cool, was für eine Runde das macht. Und krass, es ist überwältigend. Cool, ja. Dann frage ich mal die liebe Svenja, guck mal, die ganze Familie versammelt, groß bis klein, keiner kann ins Bett gehen, alle halten durch. Svenja, wie geht's dir? Mir ist richtig schlecht, mir ist einfach schlecht. Ich bin jetzt letztendlich auch froh, wenn das Voting irgendwie rum ist, dann kann man Du bist ja auch diese Woche echt, ne, durch die Presse durch und hast so viel Engagement gezeigt, hast so viel auf die Beine gestellt. Fällst du auch so ein bisschen erleichtert und sehr, sehr müde und erschöpft ins Bett? Nein, erschöpft nicht, aber man ist jetzt irgendwie froh, wenn man weiß, was jetzt Sache ist. Ja, dann wollen wir mal gucken, dass wir gleich wissen, was Sache ist. Vanessa, hi, wer unterstützt dich heute? Hi, ich habe heute meine Eltern bei mir, die sitzen drüben im Wohnzimmer und mein Mann schaut natürlich auch mit und die voten fleißig. Ich habe ja heute noch mein 30. Geburtstag, deswegen geht der Geburtstag heute komplett unter, weil eigentlich heute einfach nur der Vorentscheid ist. Happy Birthday! Oh nein, mögen alle jetzt auf allen Voting-Partys kurz für dich Happy Birthday singen. Vanessa, alles, alles Liebe zum 30. Dankeschön. So, und natürlich haben wir noch zwei, die warten. LP Music, Lena und Phil, hallo ihr zwei. Hallöchen. So, wie geht's euch denn heute? Wie habt ihr die letzten Tage erlebt? Heute eigentlich ganz gut. Also ich habe versucht, da echt cool reinzugehen. Aber naja, du weißt ja, wie das ist. Ne? Es mit später werdendem Abend geht auch der Puls ein bisschen nach oben. Aber ich glaube, Lena ist schon ganz gut dabei. Sitzt ihr da jetzt alleine in eurer Tonkabine oder sind draußen im Studio auch noch ein paar mehr Leute? Ganz oben ist unsere Familie und die versuchen mit den Handys irgendwie alles hinzukriegen. Ja, also es gilt auch für alle, ne? Denkt dran, ihr dürft nicht in einem WLAN sein, seid bitte alle in den mobilen Daten, denn noch habt ihr 15 Sekunden, um für diese Kategorie abzustimmen. So, ich fange nochmal kurz an hier bei den Bernards, die wir auch so liebevoll die Braunbärs nennen. Könntet ihr unter so einem Anspannungslevel noch singen oder sagt ihr, nee, singen ist heute gar nicht? Natürlich. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, liebe Vanessa. So, guckt mal. Ach, Vanessa, wie schön das ist, oder? Svenja, du bist in der Tat, du bist ein bisschen blass und sehr, sehr angespannt. Ich kann das schon sehen. Ich würde sagen, lasst uns mal gucken, wie diese Kategorie ausgeht. Auch wieder wichtiger Hinweis. Auch bei den Musikern haben wir die Region Nord und Ost zusammengefasst. Das heißt, auch hier wird es gleich ein Wildcard-Voting geben. Das heißt, schaltet nicht ab. Geht nicht ins Bett, legt euch nicht irgendwo hin. Es geht, so wie wir mit der Region West durch sind, mit einem Wildcard-Voting weiter.
Aber jetzt gucken wir erstmal. Ich frage mich, bekomme ich den Daumen und da ist er. Der Gewinnerin, die Gewinnerinnen in der Region Süd bei den Musikern. Es ist Svenja Eichner. Eichner! Oh, Svenja! Guck! Oh nein! Und so ist das, wenn man über Wochen so angespannt war und dann einmal alles. Oh, da kommen sogar die Herzen rein! Oh. Svenja, Liebes, wir sehen dich im Finale! Und wir sehen dich auf der richtig, richtig großen Bühne. Ja. ich kann gar nichts mehr sagen, Leute. Danke. Das musst du auch gar nicht, Liebes, also, das musst du nicht. Also das ist heute wirklich, heute ist das eine sehr emotionale Veranstaltung, habe ich das Gefühl. Also ganz, ganz toll. Ihr da hinten auch alle völlig versteinert. Könnt ihr da hinten wenigstens mal jubeln? Also was ist da los? Okay, sehr gut. Svenja, es heißt dich jetzt zurücklehnen, lass dich feiern, trink ein Schlückchen und ich glaube, ab morgen fängst du an, darüber nachzudenken. Cheers auf dich! Ab morgen denkst du darüber nach, was du im Finale singen wirst, denke ich. Aber ganz, ganz wichtig, während Svenja jetzt anstößt und die alle feiern sie entlassen es sozusagen, ganz wichtig, also gerade in dieser Kategorie sind so viele tolle Musiker, Musikerinnen, Duos dabei. Also ihr habt jetzt gleich, wir kommen jetzt natürlich gleich erstmal zum Westen, aber dann die Chance, eine oder zwei. Zwei. ihr wisst schon, einen weiteren Nominierten, das könnten noch zwei sein. Jetzt haben wir noch eine Besonderheit in dieser Kategorie, nämlich was anderes. Ne? Mhm. Keine Musiker, die singen, sondern etwas anderes machen. Aber das seht ihr gleich und ich würde sagen, wir machen weiter mit der nächsten Kategorie. Exakt. Und das ist die hier, nämlich Musik West. Das sind die Nominierten in der Kategorie Musik West. Streichquartett Blue Velvet. Steven Liebrand. Ines Göge. Und Nadine Krumm. Nochmal vier ganz tolle Nominierte und ihr seht auch zwei bekannte Gesichter. Sowohl Ines als auch Nadine waren bereits oder sind bereits bei den freien Traurednern und Traurednerinnen nominiert und gehören zu den Kollegen, die eben singende Trauredner sind. So, damit ihr euch da nicht wundert, das hat also alles ganz normal seinen Gang und seinen Weg. Außerdem seht ihr Steven Liebrand und ihr seht das Streichquartett Blue Velvet. Da singt keiner, sondern hier geht's um klassische Musik oder um moderne Musik, eben auf klassischen Instrumenten interpretiert. So, und jetzt könnt ihr eure Stimmen abgeben, denn das Voting für diese Kategorie, das startet jetzt. Hier ist der QR-Code. Der Link geht zu YouTube. Das heißt, jetzt heißt es Stimmen abgeben, seid schnell wie verrückt. Und mir sind jetzt hier schon die ersten zugeschaltet. Und das ist die liebe Gudrun mit ihren Kollegen vom Blue Velvet Streichquartett. Hi Gudrun. Und ihr müsst euch bitte laut schalten. Ihr seid stumm geschaltet aktuell. Schaltet euer Mikrofon ein. So. Ich schau mal, wer mir noch zugeschaltet wird. Guck mal, da ist der Steven. So, Steven. Da ist Ines nochmal und gleich kommt auch Nadine dazu. Aber ich schnapp mir als erstes mal Steven. Steven, mein Lieber, wo bist du und wie geht's dir? Ich bin eigentlich draußen und ich bin ziemlich nervös, weil ich habe bisher alles verfolgt und mir fehlen die Worte so ein bisschen. Ich würde lieber singen, das kann ich besser als sprechen. Das heißt, du bist jetzt tatsächlich mal aufgeregter als vor einem Auftritt? Ja, schon. Okay, das ist auch eher selten. Ja, das macht man halt auch nicht alle Tage, ne? Also so auf der Bühne stehen, das schon mehrmals im Jahr, da kommt man gut mit zurecht. Aber so jetzt hier bei so einem Voting, mir geht ganz schön die Sause. Okay, dann schnappe ich mir jetzt mal schnell Gudrun und ihre zwei Jungs vom Blue Velvet Streichquartett. Hi Gudrun. Hallo. Hi. Hallo Jungs. So, wie geht's euch denn? Ihr wirkt sehr aufgeregt.
Ja. Ja, sind wir total. Wir feiern hier mit der lieben Ines und dem Hansi. Und wir dürfen hier bei der Laura sein und freuen uns sehr, mit den ganzen Gästen hier zu feiern. Ja, jetzt konntet ihr natürlich als Streichquartett auch mal nochmal was ganz, ganz Besonderes zeigen, was ihr so könnt. Das heißt, bei euch wird ja nicht gesungen, bei euch wird tatsächlich Musik auf klassischen Instrumenten gemacht. Wenn ihr im Finale auf die große Bühne müsstet, wüsstet ihr schon, was ihr spielen würdet? Ja, auf jeden Fall. Wir haben da so ein breites Repertoire, dass wir nach jedem Wunsch alles spielen können. Oh. Und das wäre natürlich schon echt schön. Guck mal, wenn Ines auch zu euch gehört, dann ist Ines jetzt einfach gerade in einem anderen Raum. Ines, wenn du jetzt so mal nach links oder rechts rüber guckst, wo auch immer die anderen stehen, ich weiß, ihr werdet euch gleich um den Hals fallen, egal was passiert. Ist da immer noch Bauchkribbeln bei dir, so wie gerade eben auch schon? Auf jeden Fall, also das gehört einfach mit dazu und es ist nach wie vor mega spannend, aber trotzdem eine mega coole Erfahrung, wenn man einfach guckt, was wir gemeinsam jetzt so als Weg gegangen sind. Ja, das stimmt. Nadine, so, bei dir sitzen immer noch die Mädels auf dem Sofa, Sekt ist immer noch da, wie geht's dir jetzt? Die erste große Runde hast du ja schon hinter dir. Ja, ich bin aber immer noch mega aufgeregt, also... Das glaube ich. Was fällt dir leichter? Auf der Bühne stehen und singen oder vor einer Hochzeitsgesellschaft stehen und sprechen? Oh, das ist eine gute Frage. Ich glaube beides gleich. Doch, beides? Okay, also beides ist leicht oder beides ist irgendwie schwer und lampenfiebrig? Lampenfieber nicht so extrem, aber natürlich auch Aufregung ein bisschen dabei, ne? Also, ja, klar. Ich glaube, auch Aufregung ist ja durchaus was Gutes. Apropos Aufregung, ihr habt jetzt noch 20 Sekunden Zeit, eure Stimme für einen dieser Nominierten in dieser Kategorie abzugeben. Und denkt bitte dran, für alle, für die es jetzt nicht reicht, gibt es gleich noch das Wildcard-Voting. Das heißt, legt euch nicht hin, legt euch nicht schlafen, geht nicht weg. Fragt doch mal schnell den Steven, der ja gerade sagte, er ist draußen. Aber Steven, wo bist du draußen? Ah, guck. Da erzählt dieser Mann gerade, er wäre draußen und in Wirklichkeit ist da anscheinend eine Riesenparty. So, was ich euch sagen kann ist, das Voting ist beendet, ihr habt das Lichtsignal gesehen. Das heißt, gleich erfahren wir, wer von diesen vier Nominierten in der Kategorie Deutschland West bei den Hochzeitsmusikern und Musikerinnen weiterzieht ins Finale und danach schließen wir direkt das Wildcard-Voting an. Das heißt, alle, die jetzt gleich nicht weiterkommen, geht nicht so weit weg von eurem Zoomi, weil im Zweifel schalten wir euch ja gleich nochmal zu. Aber habe ich einen Daumen? Jawohl, dann darf ich sagen, der Gewinner oder die Gewinnerin oder die Gewinner in der Kategorie bester Hochzeitsmusiker in der Region Deutschland West bei den Wedding King Awards 2024 vorentscheiden sind oder ist. Es ist Steven Liebrand. Ja! Gut. Aha, jetzt haben wir es. Guck's dir an. Der ist nicht einfach nur draußen, da ist eine Riesenparty. Ist klar, einfach nur draußen. Steven, mein Lieber, sehr gut. Glückwunsch. Ja, sag was. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich brauche noch was zu trinken. Hör mal, bring mal einer bitte diesem Mann was zu trinken. Der möchte anstoßen auf sich, weil sich das so gehört. Steven, herzlichen Glückwunsch. Grandios gemacht. Aber Steven, das heißt natürlich auch, du wirst auf der großen Bühne stehen. Also überleg dir gut, was du singen wirst. 3. November, dick in den Kalender eintragen. Wir freuen uns auf dich. Herzlichen Glückwunsch, Steven. Dankeschön. Und jetzt feiert anständig. Ich glaube... Überall sind die Partys groß. Aber auch da, ne, wir haben es gerade gehört, Ines mit Blue Velvet zusammen. Und beide gesagt, keine Konkurrenten, das ist ein Miteinander. Gerade bei den Musikern müssen wir mal, bevor wir jetzt gleich das Wildcard-Voting starten, sagen, das ist wirklich unglaublich. Wir haben ja eine ganz große Besonderheit gehabt.
alle zusammen haben einen Song gesungen. Den findet ihr bei uns. Ja. Findet ihr den bei uns? Ich weiß es gerade gar nicht. Den findet ihr irgendwo. Und wir haben bestimmt auch noch was Cooles mit denen vor. Sagen wir mal so. Aber wir wollen viel lieber erstmal das Wildcard-Voting starten. Ja. Denn jetzt haben wir ganz schön viele, die da noch auf einen Platz hoffen. Und einer ist noch frei. Und deswegen gibt es den großen Wildcard-Platz in der Kategorie Musiker, Musikerin. Hier den QR-Code bitte scannen. Wir packen ihn euch auch in den Chat bei YouTube. Jetzt abstimmen für euren Favoriten, eure Favoritin. Oder für Blue Velvet, das ist natürlich auch möglich. Oder für ein Akustik-Duo. Alles ist möglich, würde ich sagen. Genau. Also, jetzt könnt ihr nochmal eure Stimme abgeben für einen der verbliebenen Musiker oder Musikerinnen oder Duos oder Quartette. So, also es schaut nochmal. Es war krass, echt. Ne? Wir hatten in diesem Jahr ein wirklich, wirklich tolles und sehr vielfältiges Feld. Ich glaube, ganz nach unserem Motto Let Love Shine in All Their Colors haben wir in diesem Jahr ja nicht nur ein Feld, welches sich durch Vielfalt in dem, was die Nominierten tun, auszeichnet, sondern auch Vielfalt, wenn wir über die Standorte in Deutschland reden, Vielfalt, wenn wir über stilistische Fragen reden, Vielfalt natürlich auch in allem, was dieses Motto Regenbogen meint. Aber was wir sagen können ist, dass wir als Wedding King Awards immer wieder sagen, wir stehen für ein ganz, ganz buntes Feld von Kollegen aller Couleur, die für Paare aller Couleur arbeiten. Das heißt, wir haben natürlich das Großstadtpaar und das Paar auf dem Land. Wir haben natürlich das heterosexuelle Paar, das schwule Paar, das lesbische Paar, das Transgender-Paar. Wir haben Paare, die ganz schlichte Hochzeiten feiern und Paare mit pompösen Hochzeiten. Wir haben Hochzeiten auf Bergen und Hochzeiten an der See, Hochzeiten auf Landgütern, auf Schlössern und manchmal auch im eigenen Garten. Was wir euch zeigen möchten, ist die Vielfalt an Dienstleistern, die einfach die Vielfalt der Hochzeiten in Deutschland trägt. Denn ihr dürft eines nicht vergessen, häufig sieht man in der Presse nur die oberen 10 und nicht die oberen 10.000. Und wir möchten euch die 10.000 Kollegen zeigen, die die Großzahl der Hochzeiten in Deutschland trägt und die dafür verantwortlich ist, dass das Thema Hochzeiten in Deutschland nicht nur einen zweiten Frühling oder überhaupt einen neuen Frühling erlebt, sondern dass das Thema Hochzeiten in Deutschland so präsent ist und sich weiterentwickeln kann. Und wir sind stolz darauf, dass wir solche tollen Nominierten haben, die für all das stehen. Und das Voting für die Wildcard bei den Musikern deutschlandweit ist jetzt abgeschlossen. Die Musiker werden im Finale auf die große Bühne gehen und werden singen. In der Finalshow am 3. November. Sie werden Songs eigener Wahl präsentieren dürfen. Da reden wir nicht rein. Und ob da jemand ein Medley singt oder einen Song, ob er im langen Kleid oder kurzer Hose auf die Bühne kommt, völlig wurscht. Wir möchten euch zeigen, was diese tollen Musiker und Musikerinnen auf der großen Bühne können. Und ich gucke zu Benny, der gerade reingelaufen kommt. Ich muss ja mich immer nicht immer verstecken. Ich glaube, die Leute wissen eh, dass ich rein und rausgehe. Jeder von euch würde gern wissen, was da hinter den Kulissen passiert. Also Benny, was passiert hinter den Kulissen? In erster Linie trinke ich mir ein. Das wäre schön. Das kommt in hoffentlich 1,5 Stunden ist es soweit. Dann stoßen wir mich auf euch alle an. Nee, ich bin natürlich ganz hautnah mit dabei. Und an der Stelle können wir natürlich mal ein großes Dankeschön an unseren Roland machen, der unser ganz neues Voting-Tool aufgesetzt hat. Das überwachen wir natürlich gerade komplett. Vielen Dank, dass ihr so zahlreich abstimmt. Das habt ihr nämlich gerade eben. Ja. Das war völlig irre. Also unsere Nominierten bekommen morgen die Auswertung. Und wenn ihr das seht, da fallt ihr echt vom Stuhl. Also da muss sich niemand verstecken. Da ist auch keiner unter ferner liefen. Aber wir haben hier einen Sieger, eine Siegerin oder ganz viele Sieger. Gewonnen also, als Wildcard-Sieger im Finale ist mit drin. Bei den Musikern. Die Bernhards! Es sind die Bernhards! Es sind die Bernhards! Keine Ahnung, ob die Bernhards noch. Die Braunbärs! Es sind die liebevoll genannten Braunbärs. Das ist eigentlich entstanden aus einem Versprecher aus der Tour. Bei uns heißen sie intern nur noch die Braunbärs. Also. Liebe Braunbärs Bernhard. Liebe Braunbär Bernhard. Seid ihr noch da? Bitte schaltet euch dazu, wenn ihr könnt, weil ich möchte bitte diese Gesichter sehen. Und wir schauen währenddessen, während wir gucken, ob ihr euch zuschaltet, natürlich aufs große Finalfeld. Das sind also die Finalisten. Und was für ein Line-Up. Ja. Das wäre es auch mit jedem anderen gewesen. Aber wir freuen uns. Erstmal sind sie da. Da sind die beiden.
Oh, das ist natürlich völlig fertig. Was ist das für ein Bild? Oh, vielleicht. Ich frage die Technik, was ist das, eigentlich für ein Bild? Was ist das eigentlich für ein Bild? Das sieht sehr gut aus. Gut, dass wir so gut in der Zeit sind. Lass uns lieber noch mal schnell das Finalfeld angucken. Wir gucken uns lieber das Finalfeld an. Es tut uns leid, ihr zwei, dass ihr dieses Bild jetzt gerade bekommen habt. Also ein unfassbares Line-up im Finale. Wir sehen auf der großen Bühne Timon Christ. Auch nicht gerade nicht zugeschaltet gewesen. Also wenn du das hier siehst, du musst auf die, darfst auf die große Bühne. Wir sehen außerdem Svenja, wir sehen Steven und wir sehen die Bernhards. Ja, aber was für ein Mix. Wir haben ein Duo, wir haben eine Hochzeitssängerin und wir haben gleich zwei Männer mit Gitarren. Und da ist völlige Fassungslosigkeit bei den Braunbärs angesagt. Das ist gut, wenn das jetzt immer so ein, wie so ein Daumenkino ist, immer ein Bild mehr. Da, so. Da sind sie! So, ihr zwei. Und jetzt möchte ich, also... Fassungslosigkeit, oder? Wir haben tatsächlich YouTube zuerst gesehen, bevor wir es hier auf dem Tablet gesehen oh, haben. Oh, und wir sagen immer nicht auf YouTube gucken. Nee. Das ist ja zu gut. Ah. Nein, wir waren vorher nicht im Dings drin. Wir waren vorher nicht im... Liebe Braunbärs, also sehen wir euch auf der großen Bühne? Das ist die viel wichtigere Frage. Ja. Ich nehme das als Ja. Wir nehmen das als Ja. Die beiden sind völlig fertig, sind von ihrem Balkon gefallen. Wir nehmen das mal als Ja und wir hoffen und glauben, dass wir die Bernhards, / die Braunbärs, auf der großen Bühne im Finale am 3. November in der Kölner Flora sehen. Und das ist tatsächlich der Moment, wo wir beim Bergfest sind sozusagen. Also wir haben die Hälfte dieser Verleihung geschafft. Jetzt atmen wir einmal durch. Ich mache ja eh nichts die ganze Zeit. Also, er hat ja gesagt, er trinkt dich nur ein. Aber es gibt jetzt ist ein guter Moment, euch mal auf was hinzuweisen. Genau. Nämlich aufs Finale. Im Finale stehen ja jetzt nicht nur die 6 Kategorien des Vorentscheides, sondern im Finale stehen insgesamt 14 Kategorien. Und für 8 neue Kategorien also geht's jetzt erst richtig los. Benni, was bedeutet das? Genau, da geht's ja jetzt erst richtig los. Wir haben auch gleich was Kleines vorbereitet, das zeigen wir euch gleich. Aber ganz wichtiger Hinweis, ihr seht's auch gleich im Einspieler, es gibt natürlich Kategorien, die nicht durch den Vorentscheid mussten. Das heißt, die sich jetzt erst nochmal so richtig bewerben können. Man muss leider so ein bisschen Vorfreude schon rausnehmen, denn das Teilnehmerfeld ist teilweise auch schon sehr, sehr voll. Also man muss auch ein bisschen Glück haben. Also, wenn ihr euch in dem folgenden Film gleich wiederfindet, dann drückt aufs Knöpfchen über unsere Homepage, könnt ihr euch bewerben, schmeißt uns eine Bewerbung rein. Wir fangen jetzt in den nächsten Wochen an, natürlich wieder die letzten Bewerbungsgespräche zu machen. Und dann beginnt der Road to Wedding King Awards zum Finale so richtig. Jetzt haben wir unsere 6 Kategorien im Gepäck und da kommen die anderen 8 nämlich auch noch dazu. Und da haben wir was Kleines vorbereitet. Guckt mal. Da habt ihr es gesehen. Oder einige habt ihr davon gesehen. Also wir haben natürlich wieder, du hast es gerade schon gesagt, wir haben ja dieses Jahr wieder unser großes Pre-Event. Das wird wirklich der absolute Wahnsinn. 13. Oktober, leider nichts Öffentliches. Ihr werdet aber euch da auf ganz, ganz viele tolle Bilder freuen dürfen. Ja. Und dann am 3. November das Finale. Aber wenn ihr zufällig ein Paar seid, was in diesem Jahr geheiratet hat oder welches im nächsten Jahr heiratet, dann schreibt uns über unsere Homepage, wenn ihr Mitglied der großen Paarjury werden möchtet. Das heißt, da gibt es die Möglichkeit, Jurymitglied zu werden. Und ansonsten für diejenigen, die sagen, ich habe aber gehört, Hochzeitsplaner werden auch Teil der Jury, das ist richtig, ihr bekommt von uns Post. Also haltet eure Briefkästen bitte im Auge. Der Claim ist ja ganz klar. Wir keine Sorge, liebe Leute. Wir machen gleich weiter. Der Werbeblock ist gleich zu Ende. Wir sind aber vor der Zeit. Nicht, dass unsere Nominierten gleich nicht im Zoom drin sind. Nicht, dass es wie dem Timon den anderen geht. Also, letztes Wort dazu vielleicht. Du hast es gerade angesprochen. Jury. Was bedeutet denn das? Dieses Pre-Event wird ausgestattet. Wir haben es letztes Jahr versucht oder das erste Mal einen Test gemacht. Da waren es knapp 50 Leute, die eine Jury gebildet haben. Es wird dieses Jahr ein noch größeres Event. 100 Leute, die eine Jury bilden, bestehend aus Brautpaaren, aber auch Spezialisten aus der Hochzeitsbranche und eben viele Kategorien bewerten werden und live erleben werden. Und der Clou an diesem Pre-Event ist in diesem Jahr ganz neu dabei. Unsere DJs werden nicht mehr in einem Livestream vorgestellt, das werden sie auch,
aber die werden live auf diesem Event auflegen und für euch eine Party spielen, sodass ihr auch da einfach realistisch abstimmen könnt und nicht vor YouTube sitzen müsst, wenn ihr nicht wollt. Aber jetzt haben wir genug getriggert, jetzt wollen jetzt wir natürlich die DJs kommen Kategorie. Ganz zum Schluss. Wir kommen zur nächsten Kategorie und jetzt geht's so richtig ab. Jetzt gibt's auch erstmal keine Wildcards, sondern jetzt geht's hier Rambazamba durch vier Regionen und die sind rappelvoll. Und wir fangen an mit der Brautmode Nord und das sind die Nominierten. Das sind die Nominierten in der Kategorie Brautmode Nord. Marry Me by Mirja. Und die Brautboutique Neumünster. Zwei wunderschöne Brautboutiquen, die hier antreten. Und bevor ich mit den beiden sprechen möchte, mit Sina und mit Mirja, machen wir jetzt das Allerwichtigste. Wir starten das Voting für diese Kategorie genau jetzt. Also, hier ist euer QR-Code und der Link geht auch direkt zu YouTube. Und jetzt schnappe ich mir die beiden, Mirja und Sina. Jetzt ist ja gerade große Hochzeitsmessenzeit. Mirja, wo bist du gerade? Ich bin gerade tatsächlich auf einer Party der Messe in Essen. Ich hoffe, ihr könnt mich verstehen. Ich bin extra rausgegangen. Drinnen ist einfach eine Bombenstimmung. Und ich bin ziemlich nervös und hoffe einfach, dass ihr jetzt ein bisschen mich auch verstehen könnt. Ja, das können wir. Danke dir, Mirja. Sag mal, wie hast du die letzten Wochen für dich erlebt? Sowohl mit deinen Kunden in der Boutique als natürlich auch hier mit den Kollegen im Feld. Ja, es war einfach eine mega Zeit. Ich bin super dankbar, dass einfach so viele für uns abgestimmt haben. Es war mega geil, die ganzen Dienstleister kennenzulernen. Ich freue mich riesig auch für unsere Brautpaare, dass sie halt einfach so viele Dienstleister durch euch kennenlernen dürfen, die sie vielleicht sonst nicht kennengelernt hätten. Mhm. Ja, und jetzt steigt einfach die Aufregung. Ja, das glaube ich. Sina, du sitzt auch im Hotelzimmer. Wo bist du? Also sagen wir so, ich sitze hier schon im Hotelzimmer, weil wir haben auch überlegt, gehen wir auf diese Aftershow-Party. Aber ganz ehrlich, ich bin Frühaufsteher. Und da wir morgen noch einen straffen Zeitplan haben, wir müssen mich noch echt ein bisschen was einkaufen, haben wir gesagt, wir machen das ganz vernünftig hier aus dem Hotelzimmer. Okay, Sina, hast du dir in den letzten Wochen jetzt ja auch im Rahmen der Vorbereitung und jetzt auch in der letzten Woche des Votings irgendeine Unvernünftigkeit geleistet? Sagen wir schon die Unvernünftigkeit, was machen wir, wenn wir weiterkommen, ne? Mhm. Also tatsächlich, als wir jetzt die ersten Kleiderschnauben gekauft haben, waren da echt so ein paar dabei, wo ich dachte, cool, wenn wir weiterkommen und dann die Möglichkeit haben, die Modenschau zu machen, Alter, das wird krachen. Und deswegen würde ich mich total freuen, wenn ihr abstimmt, damit ihr wirklich diese wunderschönen Modenschau dann sehen dürft. Ja, das kann ich mir vorstellen. Mirja, hast du auch schon Kleider, ich frage mal gerade nochmal Mirja, hast du auch schon Kleider gesehen, die du auf der Modenschau zeigen würdest? Ja, ich bin tatsächlich mit einer Freundin hier und habe ihr gesagt, das könnte ich mir der Modenschau vorstellen, das könnte ich mir vorstellen. Ich habe nur so ein paar extravagante Sachen gesehen, die ich mir vorstellen könnte. Okay, ihr zwei, dann kann ich euch sagen, das Voting für eure Kategorie ist soeben beendet worden. Das heißt, gleich tun wir ein bisschen Butter bei die Fische und schauen mal, wer von euch ins Finale weiterzieht. Ich glaube, das ist eine ganz, ganz spannende Angelegenheit. Und ich glaube, wenn egal wer von euch weiterzieht, wir werden eine spektakuläre Modenschau und wahnsinnig schöne Kleider zu sehen bekommen. Also sind wir jetzt mal sehr gespannt. Und warte mal, ich warte hier so ein bisschen auf den Daumen. Es ist wirklich eine spannende Kategorie, ich gebe es zu, weil Brautmode für viele einfach etwas ist, was man ja auch im Stil so ein ganzes Stück weit an einen Laden bindet. Daher gerade nochmal die Frage an Sina. Sina, würdest du deine Brautboutique, die Brautboutique Neumünster, einem bestimmten Stil zuordnen? Also total schwierig, weil wir eigentlich ja so, so wahnsinnig viele Kleider haben und halt auch so wahnsinnig viele Menschen damit glücklich machen können. Also festgelegt auf einen Stil sind wir nicht. Das würde ich sagen. Also tatsächlich, egal ob du jetzt eine große Prinzessin möchtest oder ein leicht fließendes Boho-Kleid haben möchtest, du bist bei uns richtig. Okay, dann würde ich sagen, schauen wir mal. Die Gewinnerin in der Kategorie Beste Brautmode in der Region Deutschland Nord ist... Es ist Mirja, Marry Me by Mirja. Wir hören dich nicht. Ich freue mich. Jetzt. Danke. Ich freue mich. Ich bin so, so dankbar für jeden, der für uns abgestimmt hat. Vielen, vielen Dank. Ich kann es nicht in Worte fassen.
Die erste richtige Rede. Und Mirja, ich verrate es jetzt, ne? Du warst das, die mir gerade noch bei WhatsApp geschrieben hat, mitten in der Live-Show. Aber Mirja, hör mal, du kannst jetzt auf der Aftershow-Party anstoßen und allein das kleine Stückchen, was ich von deinem... Ich habe dir schon mal was parat gestellt für den Fall der Fälle. Sehr gut. Allein das kleine Stückchen, was ich von deinem Kleid sehen kann, macht mich sehr neidisch. Danke, das ist super lieb von dir. Feier schön, wir sehen uns im Finale. Das ganze Team. Vielen Dank und ich freue mich auf den Rest der Show, die läuft die ganze Zeit parallel. Okay, das, ist ganz, da sind ganz wir sehr lieb. Stolz, danke. Vielen Dank und wir sagen natürlich auch Danke natürlich an Sina nach Neumünster. Was für ein toller Laden, wir durften da sein, riesige Auswahl. Also vielen Dank, dass ihr dabei wart, auch ihr habt die Show natürlich absolut bereichert. Und wir müssen dazu sagen, wir haben es gerade im Chat schon gelesen, sobald das Voting-Fenster zu ist, kann man das Formular, also das Voting natürlich nicht mehr aufrufen. Achtet nochmal drauf, dass ihr wirklich live seid, ne? Also dass ihr wirklich, das ist immer so kompliziert zu sagen, ne? Also wir sind jetzt hier genau in diesem Moment live, ihr müsst in dieser Taskleiste unten ganz aufs Live drücken, dass da ein roter Punkt ist, dann seid ihr wirklich in Echtzeit da, weil wenn ihr natürlich 2 Minuten in der Vergangenheit lebt, dann ist das Formular auch weg. Das genau. Voting. Vorbei. Aber auch hier ganz, ganz viele Stimmen. Also keiner muss traurig sein. Wir senden ganz liebe Grüße. Ich glaube, wir schalten jetzt noch öfter nach Barcelona gleich, habe ich so ein Gefühl. Könnte sein. Könnte sein. Denn es laufen die Brautmodenschauen und die Einkäufermessen derzeit. Und natürlich sind so einige unserer Nominierten eben jetzt gerade in ganz Europa unterwegs auf den Messen. Essen ist eine, Barcelona ist die andere. Messen in Essen. Auf den Messen in Essen. So, schön, haben wir das Witzchen auch. Lasst uns die nächste Kategorie einfach hier aufrufen oder vielmehr Region, denn wir befinden uns immer noch in der Kategorie Beste Brautmode und wir machen uns jetzt auf in die Region Deutschland Ost und das sind die Nominierten. Das sind die Nominierten in der Kategorie Brautmode Ost. Shine Bright. Und Farbenfreude Brautstudio. Und in unserer nagelneuen Region Deutschland Ost haben wir gleich 2 wunderbare Nominierte im Bereich Beste Brautmode. Und die eine könnte euch bekannt vorkommen. Aber wir schalten sie uns mal dazu. Liebe Anja Obernlauer von Farbenfreude und Chrissy von Shine Bright. Aber bevor ich mit den beiden spreche, machen wir das Allerwichtigste. Wir starten das Voting für diese Kategorie jetzt. Hier ist der QR-Code zum Scannen. Denkt daran, dass ihr mit euren Handys in den mobilen Daten sein solltet und nicht alle Mann zusammen in irgendeinem WLAN. Und der Link geht natürlich auch wieder in den YouTube-Chat. Und als allererstes frage ich mal die liebe Chrissy von Shine Bright. Chrissy, wo bist du gerade? Hi Chrissy, und schalte deinen Lautsprecher ein. Du musst dich laut stellen. Genau, da wird mit dem Finger getippt. Und sprich mit uns. Alles gut, Chrissy macht ganz langsam. Ich spreche erstmal mit Anja. Hallo liebe Anja. Hallo Bea. Hi, Anja, auf welcher Messe bist du gerade? Bist du in Essen oder bist du in Barcelona? Ich war in Essen. Gestern schon, bin heute auch einen halben Tag gewesen, bin dann ganz fix nach Hause gedüst, um jetzt hier zu sitzen und euch hier aufgeregt von zu Hause aus zuzuschauen. Anja, der ein oder andere kennt dich jetzt ja schon aus dem letzten Jahr, aus deiner Nominierung bei den Event-Specials, wo du deine gefärbten Kleider vorgestellt hast, aber du bist ja in diesem Jahr mit deinen Brautmodestudios oder deinem Studio in Löbau nominiert. Wenn du mal so zurückschaust auf den Vergleich auch mit letztem Jahr, ging es dir im letzten Jahr auch schon vom Aufregungslevel her so oder ist es in diesem Jahr mehr? Mehr, doch. Letztes Jahr war ich ja bei denen eingestiegen, die ihr erst vorgestellt habt, die jetzt nach dem Voting einsteigen. Da war das irgendwie, war auch aufregend, aber diesmal ist das alles noch, ja, alles ein bisschen größer, alles ein bisschen mehr. Wir waren im Fernsehen. Ja, das war schon sehr aufregend. Ja, das glaube ich. Ich frage jetzt mal gerade bei Chrissy, ob Chrissy mittlerweile ihren Lautsprecher anhat. Hört ihr mich? Chrissy, wir hören dich. Ja, super. Oh. Hi, Chrissy, Liebes, wo bist du gerade? Ich bin tatsächlich da, wo die Mirja auch ist, nur durfte ich ins Theater mich zurückziehen, weil es hier super ruhig ist. Und ja, ich zitter hier wie verrückt. Das heißt aber, ihr seht euch gleich noch auf der Aftershow-Party.
Ja, genau, genau. Okay, Chrissy, wie hast du denn die letzten Wochen so für dich erlebt? Ja, aufregend. Also die Sache, also ich bin sehr, sehr gespannt und aufgeregt, wie es jetzt wird, wie es vielleicht weitergeht. Aber es ist auf jeden Fall eine Ehre, teilzunehmen und dabei zu sein. Und ich freue mich jetzt hoffentlich bald auf die Entscheidung. Ja, das glaube ich. Was ich dir sagen kann ist, oder euch beiden sagen kann ist, das Voting ist soeben beendet worden. Das heißt, gleich hören wir das Ergebnis und schauen mal, wer von euch weiterzieht ins Finale. Was ich sagen kann, auch aus meiner Sicht und natürlich auch aus Sicht des Teams und auf der Tour, ist, wir haben wahnsinnig tolle Läden besucht. Jeder einzelne ist ein Laden, wo ich jede Braut hinempfehlen würde und wo ich selber auch wahrscheinlich nach einem Kleid gesucht hätte, wenn ich so viel Kleider anziehen könnte. Und ich glaube, alles, was ihr tut in euren Läden, ist was ganz, ganz Wichtiges, nämlich Bräuten im Prinzip auf der ganzen Welt, aber jeder Braut, die zu euch kommt, einfach zu zeigen, dass sie ein schöner und ein liebenswerter Mensch ist, der einfach das allerschönste Kleid verdient. Und da habe ich mit euch allen in jeder Region so, so tolle Menschen und Unternehmerinnen kennengelernt und Beraterinnen kennengelernt, dass ihr es alle verdient, weiterzukommen. Und weiß ich, jetzt sagt der eine oder andere, ja, das sagt man ja immer, aber nee, ich könnte mich nicht entscheiden und ich kann euch sagen, es ist für uns alle hier nicht leicht zu sagen, wer es ist, denn die Gewinnerin in der Kategorie Beste Brautmode ist... Es ist Chrissy von Shine Bright. Chrissy, das war mit Abstand aktuell die engste Entscheidung. Das war die knappste Entscheidung. Du wirst es morgen sehen. Aber Glückwunsch nach Essen. Du hast es geschafft. Dankeschön. Das habe ich schon geahnt. Ich habe es ehrlich gesagt ein Gefühl gehabt. Chrissy, das heißt, geh jetzt anstoßen mit mir. Also, dass es so knapp war, hast du das ein Gefühl gehabt. Das machen wir auf jeden Fall. Ganz, ganz liebe Grüße. Und das heißt, wir sehen uns im Finale. Ja, wir freuen uns riesig. Wir freuen uns auf dich. Tschüss. Und wir können es an dieser Stelle wirklich nur sagen. Also Brautmode Ost, das war eine der Kategorien, wo es richtig heiß herging im Online-Voting schon und auch jetzt. Also wir sind ganz, ganz stolz, die beiden überhaupt dabei gehabt zu haben für diese Region, um die Region aufzumachen. Und freuen uns, dass wir sie dabei hatten. Und natürlich an Anja, den wärmsten Gruß überhaupt. So eine tolle Frau, letztes Jahr schon dabei gewesen, richtig abgeräumt. Nicht ganz abgeräumt, aber für uns im Herzen abgeräumt. Ja. Und dementsprechend ganz liebe Grüße, wo auch immer aber du gerade bist. Ihr könnt zu Hause, aber ihr könnt euch sicher sein, ihr werdet noch von vielen, vielen Nominierten hören. Oh ja. Das können wir euch auch versprechen. Das können wir euch Der versprechen. Weg ist an vielen Stellen einfach auch nicht zu Ende. Insofern, ich muss mal kurz durchschnaufen, durchatmen. Weil das wirklich auch echt nicht einfach ist. Das ist nicht einfach, denn nee. Und es geht direkt nicht einfach wieder weiter. Also ja. Es geht jetzt einfach weiter, aber es mit wird nicht einfacher. Mit der Brautmode in der Region Süd. Deutschland Süd, das sind die Nominierten. Das sind die Nominierten in der Kategorie Brautmode Süd. Brautmode Emilia Jackel. Emma the Bride und Puntos Posa. Und es sind drei so unterschiedliche Nominierte, drei so unterschiedliche, wahnsinnig tolle Läden und drei ganz, ganz unterschiedliche und zu Herzen gehende Geschichten, die ihr euch im Übrigen auch in unserem Podcast The Lovers Club nochmal anhören könnt. Aber bevor wir gleich mit allen dreien sprechen, starten wir jetzt erstmal das Online-Voting in dieser Kategorie und das beginnt jetzt. Hier ist euer QR-Code. Ihr könnt jetzt eure Stimme abgeben für eure Favoriten in der Region Süd in der Kategorie Beste Brautmode. Und es ist mir jetzt schon zugeschaltet, guck mal hier, die liebe Maria von Puntos Posa. Hallöchen! Hallo, Bea. Hi, Liebes. Bist du sehr, sehr aufgeregt? Oh mein Gott. Ich habe ja alles, die letzte Zeit war ich sehr, sehr ruhig. Aber im Moment klopft mir das Herz bis zum Hals. Ja, ist denn deine Familie auch bei dir? Nee, so wie meine Kolleginnen bin ich auch in Essen und habe mich die letzten 3 Tage mit Kleidereinkaufen abgelenkt.
Okay. Aber heute war es ganz extrem, also ich bin sehr, sehr aufgeregt. Ja. Das heißt, du gehst auch gleich noch auf die Aftershow-Party oder bleibst du im Zimmer? Nee, wir bleiben hier. Also es war sehr anstrengend heute und wir bleiben hier. Feiern, okay. Hab schon den Sekt geöffnet, wir feiern hier. So, wenn's dann darf soweit ich aber, das ist aber sehr, sehr gut. So, ja, mit dem Sekt und auf dem Zimmer feiern, das geht auch klar. Ich darf übrigens an unsere beiden anderen Nominierten, an die liebe Nadine von Emma the Bride und an Lydia von Emilia Jackel, mal die Nachricht senden, bitte schaltet eure Kameras ein, sonst können wir euch nicht dazuschalten und nicht mit euch reden. So, guck mal, das muss er auch manchmal dazu sagen. Ich vermute nämlich, dass noch viel, viel mehr Kollegen heute auf den Messen sind oder auf dem Weg zu den Messen oder auf dem Rückweg. Man weiß das immer nicht. Also, Nadine, Emma the Bride und Lydia, Emilia Jäckel. Ach, guck mal hier. Dann schnappen wir uns doch als nächstes mal Lydia. Hallo, ihr Lieben. So, guck mal, ihr seid im Auto, richtig? Ja. Auf dem Weg von der Brautmode-Messe. Okay, ihr fahrt also von der Messe nach Hause. Wie aufgeregt ist die Chefin? Also die Chefin ist mega, mega aufgeregt. Die Chefin sitzt schon die ganze Zeit am Steuer. Wir haben noch 50 Kilometer bis zu nach Kaiserslautern. Und dann mussten wir jetzt anhalten. Und also die Übertragung jetzt ist aus dem Auto. Wir sind total aufgeregt. Wir hoffen auf eine gute Nachricht. Der Sekt wird morgen erst aufgemacht. Ich hoffe, es gibt einen Grund dafür. Okay, aber ich bin jetzt schon mal froh. Ich bin froh, dass ihr nicht fahrt gerade. Und dass ihr irgendwie angehalten habt. Das ist schon mal gut. So, liebe Nadine von Emma the Bride, wie geht's dir gerade? Und du musst dein Mikrofon einschalten, Liebes. Aber ich sag mal, beim Lippenlesen konnte ich sagen, sie wollte sagen, ich bin so aufgeregt. Irgendwo gibt es ein kleines Mikrofonsymbol, liebe Nadine. Sie läuft weg. Sie holt ihren Mann zu Hilfe. Guck, da kommt eine Hilfe gelaufen. So, übrigens laufen die letzten 30 Sekunden. Also wenn ihr jetzt für eine dieser drei wahnsinnig sympathischen Damen, die jetzt alle vor Aufregung völlig verrückt werden, hier noch eure Stimme abgeben wollt, dann macht das bitte. Guck mal hier, Nadine schickt die ganze Zeit nur Herzchen, weil sie sich denkt, komm, ich krieg das Mikrofon nicht eingeschaltet. Es ist nicht schlimm, aber das ist das Gesicht auch zu Emma the Bride. Das heißt, ihr habt jetzt hier gerade die Wahl und die letzten 5 Sekunden des Votings laufen und sind vorbei. So. Also ihr Lieben, jetzt steht das Ergebnis fest. Und Nadine, es ist nicht schlimm. Das Ergebnis ist am Ende nicht davon abhängig, ob du noch sprechen konntest mit mir oder nicht. Wir sehen jetzt gleich mal weiter. Vielleicht guckt ihr trotzdem, ob ihr das Mikro angreift. Man kann ja nie wissen, ob wir es nicht gleich brauchen. Also, die Damen im Auto. Egal, was gleich passiert, ich möchte bitte, dass ihr gleich vorsichtig weiterfahrt, aber bleibt dran, bis wir das Ergebnis wissen. Maria, du hast schön deinen Sekt bei dir stehen und bist in einem Hotelzimmer. Nadine, bist du in einem Hotelzimmer, Nadine? Daumen hoch oder Daumen runter? Bist du zu Hause? Okay, ist dein Mann bei dir? Aha, bist du aufgeregt? Okay, so, wir haben die wichtigsten Informationen. So, da ist der Liebste. Wunderbar. Das heißt, wir schauen jetzt mal in die Ergebnisse rein. Es geht um die Kategorie Beste Brautmode in der Region Deutschland Süd. Und die Gewinnerin ist oder sind... Es ist Nadine von Emma the Bride. Ein Stummfilm. Es ist ein Stummfilm der Freude. Aber ich... Wir werden den fürs Finale nachsynchronisieren. Wir versprechen es euch. Nadine, also... Da ist der Liebste wieder. Es ist egal. Wir können kein Mikrofon einschalten. Ist egal. Keiner weiß. Ist die Dachbodenluke offen? Ich habe keine Ahnung, was da für eine Leiter ist. Also das ist der verrückteste Zoom, den ich je gesehen habe. Also. Nadine, schick mir wieder Daumen hoch. Bist du fassungslos? Weiß Nadine, dass sie live ist? Wo guckt sie hin? Nadine. Okay. Nadine hat einfach die Sache mit dem Mikrofon. Also ich kann aber jeden verstehen, der vor Aufregung die Sache mit dem Mikrofon einfach nicht im Griff hat. Das ist völlig also okay. Macht euch keine Sorgen. Macht euch keine Sorgen. Alles ist gut. Da kommt die nächste. Ich würde sagen, wir lassen Nadine vor Freude. Jetzt da, vom Ton. Ist da etwa ein Ton? Wir rufen dich mal an, Nadine. Wir rufen dich morgen oder so mal an. Also jetzt feier schön.
ganz, ganz liebe Grüße an die anderen alle. Wir sehen uns im Finale. Unfassbar. Wir sehen uns trotzdem hoffentlich alle im Finale. Das ist, ihr seid natürlich herzlich eingeladen, denn auch bei Brautmode ist das immer eine ganz knappe Kiste. Und man muss mal eine Sache sagen, wenn wir jetzt auch so ein bisschen lachen mit dem Ton oder so, bitte, liebe Leute, seid da fair, ne? Die Leute hier, die haben so einen Respekt davor, vor der Kamera. Das ist hier live. Wir sind gerade live bei YouTube. Es gucken wirklich viele Menschen zu gerade, stimmen auch wirklich viele Menschen ab. Da müsst ihr bitte immer vorsichtig sein. Also wir finden es ganz toll, auch hier die Mädels im Auto gerade. Maria, die da sitzt. Also es ist eine ganz große Überwindung, allein sich hier vor die Kamera zu setzen, überhaupt bei dem ganzen Format mitzumachen. Denn man zeigt sich eben. Ja. Ne? Man tritt die letzten Monate wirklich in die Öffentlichkeit. Man zeigt viel von sich, man auch in dem, du hast es angesprochen, im Lovers Club, im Podcast, ganz, ganz viele auch persönliche Geschichten. Und die kann euch keiner mehr nehmen. Nee. Und deswegen, bitte habt Respekt vor jedem Einzelnen, der hier teilnimmt. Bitte tragt auch hier das Motto weiter. Denn wir stehen eben auch für ein respektvolles Miteinander. Zollt den Menschen, die hier mitmachen, Respekt dafür, dass sie sich trauen, sich zu zeigen, sichtbar zu werden und damit manchmal eben auch angreifbar zu werden. Denn jeder unserer Nominierten macht einen wahnsinnig tollen Job, hat wahnsinnig tolle Paare und ja, gehört einfach hier in diese Branche und zu den Wedding King Awards. Format, genau. Und wir machen direkt weiter, also genug schnulzige Worte. Genau, da gibt es noch weitere Brautmode und die sind jetzt langsam schon richtig aufgeregt, denn wir kommen jetzt in den Westen und da geht es wieder zu einer Party oder bestimmt mehreren Partys, denn das sind die Nominierten im Bereich Brautmode West. Das sind die Nominierten in der Kategorie Brautmode West. Laura Grosser und Brautschön. So, ihr Lieben, und wir haben zwei tolle Nominierte in der Kategorie Brautmode West. Das ist Laura Grosser, Maßschneidermeisterin, und der ein oder andere hat sie schon gesehen im letzten Jahr. Und wir haben Katrin Hesping und ihr Team von Brautschön. Und Katrin, euch kann ich schon mal sagen, ach, Katrin und Gina, guck mal, da sind unsere beiden. Ihr müsst bitte noch euer Handy ins Querformat drehen. Und wir machen, während ihr das macht, machen wir das Wichtigste. Wir starten das Online-Voting für diese beiden Nominierten jetzt. Da ist der QR-Code. Ah, ich zeige immer in die falsche Richtung, ihr kennt das schon. Und der Link geht natürlich auch zu YouTube. Und jetzt wollen wir mal hören, wie es allen so geht. Laura, du auf deiner Party, guck mal, du hast dich in genau denselben kleinen Raum gestellt, in dem gerade eben noch Ines stand. Laura, wie läuft die Party und wie geht's dir? Also hier läuft super, die Stimmung läuft, wir sind alle am Mitfiebern. Mir geht's, ich bin nervös. Also ich freue mich jetzt, aber mein Puls geht schon arg doll. Laura, lass mich raten, hast du dir wieder auf den letzten Metern noch etwas zum Anziehen genäht heute? Ja, gestern Abend musste ich mir noch schnell ein Kleid nähen, weil ich mal wieder nichts zum Anziehen habe. Du kennst das ja vom letzten Jahr schon von mir. Aber es ist immer wieder ein schöner Anlass, sich was Neues zu nähen. Das dachte ich mir. Ich wäre auch ein bisschen enttäuscht gewesen, wenn du dir heute nichts genäht hättest, ehrlich gesagt. Das dachte ich mir. Katrin und Gina, wie geht's euch? Wie aufgeregt seid ihr und wie waren eure letzten Tage? Wir sind sehr aufgeregt natürlich. Wir haben jetzt gerade, Bea, du wirst es nicht glauben, wir haben gerade mal eben ein paar Pferde von der Straße eingefangen, wo wir doch eigentlich feiern wollten. Und jetzt lassen wir es uns gut gehen. Wir waren auf der European Bridal Week, haben geshoppt und jetzt sind wir hier und freuen uns. Sitzt ihr alleine im Laden oder ist euer Team auch da? Unser Team ist auch da, aber wir sind ja so vernünftig. Die sind ganz ruhig. Die sind ganz leise. Das ist aber selten, dass euer Team mal ganz leise ist. Ja. Laura, sind bei dir alle auch ganz leise und warten nur drauf, dass sie jubeln dürfen vielleicht gleich? Wir stehen alle ganz mucksmäuschenstill hinter der Kamera. Okay, so, das kann ich euch sagen, es sind jetzt noch 10 Sekunden, in denen gevotet werden kann für euch. Das heißt, ich bin gleich gespannt, wenn Benny zurückkommt, was der sagt, wie das Voting gelaufen ist. Und das ist nämlich jetzt, ihr seht das Lichtsignal, das ist jetzt beendet. Das heißt, gleich haben wir ein Ergebnis. Und dann werden wir sehen, ob Laura, die ihr schon im letzten Jahr kennengelernt habt, als tolle Maßschneiderin aus Bergisch Gladbach, oder ob Katrin mit ihrem großen Geschäft in, ich wollte gerade sagen, Bad Bentheim. Ist es Bad Bentheim? Ja, ja, es ist. Ich dachte gerade, Bad Bentheim oder Bad Berleburg? Es ist Bad Bentheim, nämlich zu Füßen der Burg.
So, ich habe, guck mal hier, ich habe schon langsam Gedankenaussetzer hier. Für wen es gereicht hat, das sehen wir jetzt gleich. Und Benny ruft schon, es ist ganz, ganz, ganz knapp. So, ich bin immer ganz froh, dass ich nicht an diesem Voting-Rechner stehe, weil ich glaube, ich würde bei jedem zweiten Voting irgendwie zusammenklappen. Deswegen lassen wir uns jetzt mal überraschen. So, guck mal hier, das ganze Team lacht. Die stellen sich das wahrscheinlich vor und denken, ich könnte das nicht. So, die Gewinnerin in der Kategorie Beste Brautmode in der Region Deutschland West ist... Es ist Laura Grosse! Das ist völlig fassungslos. Laura, du wirst dir für den 3. November ein Kleid nähen und das vielleicht nicht erst am Abend vorher. Und diesmal nicht fürs Public Viewing. Nicht fürs Viewing diesmal, sondern für die große Bühne. Wir Laura? Sind auch sprachlos. Laura, du warst, wir nehmen da dir die Sprache, ne? Du warst die Erste, die, als wir noch nicht mal die Bewerbungsphase wieder gestartet haben, gesagt hat, ich bin wieder dabei. Und dazu gehört natürlich schon ganz, ganz viel Mut. Und jetzt hast du es geschafft. Wie fühlst du dich? Ich bin gerade so am Zittern. Ich kann das gar nicht in Worte fassen. Mir kommen jetzt gerade auch schon die Freudentränen. Also ich glaube, das spricht komplett für sich. Also danke an alle, die mir gerade ihre Stimme gegeben haben. Oh, Laura, weißt du, was das bedeutet? Dass möglicherweise erste Stücke deiner eigenen Kollektion laufen dürfen. Das bedeutet mir gerade richtig viel. Was ist hier heute los? Oh, guck mal hier. Das ist gut, ich kann immer aus dem Bild gehen und eine Runde heulen, das ist gut. Jetzt möchte ich gerne mal eine Runde aus dem Bild, weil ich es einfach weiß. Wir haben es schon im letzten Jahr gesehen, boah, Laura... guck mal, da kommt schon der Arm von außen und umarmt. Laura, lass dich jetzt drücken. Jetzt lass dich feiern. Von genau, allerliebsten wir entlassen feiert. Dich. Wir sehen uns im Finale, Laura. Bis dann, Liebes. Tschüss. Die allerliebsten Grüße natürlich an der Stelle nach Bad Bentheim. Ne? Unfassbar geile Mädels. Also wirklich. Und wie knapp? Was? Ganz, ganz knapp. Also das ist... Also wirklich, wenn die sagt, immer nur ganz, ganz nein, knapp. Nein, man denkt ja, ja, das sehen die Leute ja morgen. Ja. Also es ist unfassbar. Und was da abgegangen ist, wir sehen jetzt hier das Finalistenfeld. Ja. Wir haben Marry Me by Mirja dabei. Wir haben Shine Bright im Osten dabei. Wir haben Emma the Bride und Laura Grosser macht das Feld komplett. Vier grandiose Mädels. Wenn man das mal so sagen darf. Das ist wirklich so. Und ich glaube, was Benny ja gerade schon wieder auch mal sagen muss, unsere Teilnehmer bekommen die Voting-Ergebnisse ganz transparent. Das heißt, wir legen unseren Teilnehmern die Voting-Ergebnisse offen. Das macht, glaube ich, auch sonst keiner. Uns ist es wichtig, dass jeder auch sieht, wenn wir sagen, es war knapp, wie knapp das war. Damit jeder auch sehen kann, hey, ich bin hier nicht irgendjemand, der verloren hat, sondern so. Es hat genauso viele oder manchmal nahezu genauso viele Menschen gegeben, die hinter mir gestanden haben und die mir ihre Stimme gegeben haben. Und gerade Laura Grosser, die ist das beste Beispiel. Letztes Jahr war es knapp, hat es nicht geklappt, jetzt hat es geklappt. Und sie sagt noch über das letzte Jahr, dass trotzdem ihr die Teilnahme im letzten Jahr schon so viel gebracht hat und so viel Aufmerksamkeit und so viel Aufträge im Nachhinein, dass das Nicht-Weiterkommen ins Finale hier nicht bedeutet, dass du... ein schlechter Dienstleister bist, ein schlechtes Geschäft bist oder sonstiges. Davon mal ab, würden wir euch auch niemals hier rauslassen, wenn ihr es nicht selber wollt. Also jeder, der hier mitmacht und mitgemacht hat, auch in den letzten Jahren, ist immer herzlich willkommen bei den Wedding King Awards. Als Zuschauer, als Gast, als Freund, als was auch immer. Und jetzt kommen wir zu einer Kategorie, um mal eine ganz harte Überleitung zu machen, die im Online-Voting mit Abstand die meisten Stimmen vereint hat, nämlich die Fotografen. Ja. Also da ging es richtig ab. Und wir sind jetzt umso gespannter, was die Live-Votings ausmachen. Und wir fangen natürlich im Norden an. Und das sind die nominierten Fotografen im Norden. Das sind die Nominierten in der Kategorie Fotografie Nord. Herdens Picture Moments. Gianna König. Und Laura Viermann. Drei Fotografinnen, die sich um den Titel in der Region Deutschland Nord beworben haben. Und natürlich machen wir jetzt das Allerwichtigste direkt wieder zuerst. Für diese drei starten wir das Voting genau jetzt.
Und ihr könnt wieder eure Stimme abgeben, nutzt den QR-Code oder nutzt den Link, den wir euch bei YouTube in den Chat posten. Und denkt dran, immer auf das Live-Knöpfchen unten drücken, dass ihr wirklich auch live abstimmen könnt. Und dann wollen wir doch mal schauen, wen ich hier gleich zugeschaltet bekomme und mal fragen kann, wie sehr der Bauch kribbelt. Denn auch die Fotografen und Fotografinnen sind eine Kategorie, die wir im Finale mit der Kamera beim Shooting begleiten werden. Und da sind mir zugeschaltet Franzi von Herzens Picture Moments und die liebe Gianna, guck mal, schon mit dem Säckchen in der Hand. Und Laura können wir heute leider nicht dazu schalten. Ist aber nicht schlimm, ihr seht sie trotzdem unten und könnt natürlich auch eure Stimme für sie abgeben. Aber ich schnapp mir jetzt mal als allererstes Franzi. Hi. Hi, Franzi. Ich glaube, ich sage nicht zu viel, wenn ich sage, du bist aufgeregt wie sonst was. Ja. Wo ist der Liebste? Der sitzt gerade drüben und votet fleißig mit, damit wir das hier alles handeln können. Sehr gut. Habt ihr der Katze ein eigenes Handy besorgt? Nee, aber die hat sich ganz fleißig hier unten in dem Karton mit reingesetzt gehabt, wo mein Laptop gerade draufsteht und unterstützt. Und die unterstützt. Guck mal, das ist ja schon mal was. Dann fragen wir Gianna. Gianna, hast du Milo ein eigenes Handy gekauft, damit er mit abstimmen kann? Ja, auf jeden Fall. Also jeder hat hier auf jeden Fall ein Recht zu stimmen und Milo natürlich auch. Natürlich. Gianna, wir sehen jetzt schon bei dir, du stehst vor einem uns bekannten Hintergrund. Das heißt, auch du bist auf einer kleinen Voting-Party. Ich würde schätzen, zusammen mit dem lieben Kevin. Ihr habt der schon Kevin ein bisschen gefeiert. Da. Wie geht's dir jetzt? Also ich bin ganz, ganz happy, dass ich dabei bin und meine Liebsten da sind und wirklich noch um diese Uhrzeit hier mit mir stehen und ja mich unterstützen und auch wirklich alle, die jetzt gerade live dabei sind. Also ja, da geht ein ganz großes Dankeschön an euch raus, dass ihr mich so schön supportet. Ja, es sind jetzt übrigens noch 20 Sekunden, in denen ihr eure Stimme abgeben könnt. Franzi, bei dir in der Küche hängt hier das Harry Potter Schild. Was wir alles tun, steht da auch drauf? Wir feiern die ganze Nacht, wenn wir heute weiterkommen. Aber na sicherlich, da müssen meine Freundinnen auch ganz schnell anfangen. Ein Schlafanzug auch. Ja, definitiv. So, Gianna, guck mal. Also, dass du das Glas, Gianna, überhaupt zitterfrei halten kannst, finde ich ganz, ganz bemerkenswert. Ich habe dich gerade leider nicht verstanden. Ich sag, dass du das Glas zitterfrei halten kannst, finde ich ganz bemerkenswert. Ja, also der wird gleich getrunken. So, was ich euch sagen kann ist, das Voting ist beendet. Das heißt, wir werden jetzt gleich erfahren, wer von euch dreien ins Finale weiterzieht. Und ich kann jetzt schon mal sagen, auch im Finale werden unsere Fotografen zeigen dürfen, was sie können. Das heißt, wir werden euch begleiten mit unserem Kamerateam bei eurem Shooting. Und jetzt kommt Benny reingelaufen. Ja, weil dein Ton läuft. Oh, guck mal, ich muss hier... Oh, Lisa, du musst umschalten. Ah, oh, das haben wir nicht getestet. Warte, ich gehe hier rüber. Guck, ich gehe hier rüber. Wir können das. So, jetzt bin ich hier so doof reingelaufen. Ah. Aber ich bin schon gut reingelaufen. Ne? Warte, es ist schon, war jetzt schon spannend. War ein Spannungsmaker. Also, die Regie. Haben wir die Grafik? Haben wir den Ton? Ist alles wieder da überhaupt? Haben wir das nur so gemacht, damit wir ein bisschen Aufmerksamkeit bekommen? Was ist hier passiert? So, wir gucken mal. Ich trinke noch mal einen Schluck. So. Gianna, genau, trink schon mal ein Schlückchen Sekt. Gianna trinkt sich ein Gianna, Schlückchen. Gianna überbrückt. Franzi, bleib einfach vorsichtig sitzen. Ihr könnt euch bewegen, ich darf mich nicht bewegen. Jetzt ist hier was los in der Regie. Wir haben so eine Kamera. Lisa, klick mal auf die Regiekamera. Das müssen wir mal sehen hier, wie ihr da... Genau, wir zeigen euch mal, was jetzt gerade in der Regie los ist. Könnt ihr euch mal so künstlich aufregen, wie es gerade... Guck, ich bin diejenige, die sich hier am wenigsten bewegt. Ich gehe immer nur einen Schritt von links nach rechts. Ich war da hinten noch ein bisschen am Weinen, weil ich so emotional bin. Und auf einmal muss ich hier ins Bild. Das ist unfassbar. Ja. Guck mal, aber warum bist du jetzt hergelaufen gekommen, Benny? Weil dein Ton war kurz weg und dann wollte ich dich retten, ganz elegant. Aber und jetzt spreche ich jetzt in dein Mikro oder was? Ich weiß es nicht. Wir haben jetzt einen Sieger, eine Siegerin. Ihr Lieben, ja. Wir haben es. Es geht los. Ich okay. bin mit dabei. Also, die Gewinnerin in der Kategorie Beste Hochzeitsfotografie in der Region Deutschland Nord ist... Siegerin ist so. Es ist Gianna König. Oh, da. Wie viele Leute sind da? Ach, das ist das Studio, wo wir ja, waren. Ja, guck mal. Jetzt checkst du erst, wo die feiern gemeinsam. Ja, guck mal. Und da sind die Freunde von Gianna. Jawohl. Jeder muss sich noch mal ins Bild bringen. So soll das sein. Gianna, sehen wir dich im Finale.
Ja, das nehmen wir mal als Ja. Das nehmen wir als Ja. So, Jana, das heißt, du darfst noch ein bisschen feiern heute. Da freue ich mich drauf. Ja, mach das. Guck mal hier, noch mal ein bisschen Konfetti geworfen. Bisschen Konfetti. Mach die Musik ein bisschen laut, mach sie so laut, dass die Polizei kommt. Egal, ihr habt was zu feiern. Herzlichen Glückwunsch, Jana. Herzlichen Glückwunsch natürlich auch an Franzi, an alle, die dabei waren und an Laura natürlich auch. Also ganz tolle Teilnehmerin hier dabei. Eine richtige Powerfrauenrunde bei den Fotografen im Norden. Und so machen wir eigentlich auch weiter mit absoluten Powerfrauen, denn wir gehen direkt in die Region Ost rein und haben da nämlich auch die Fotografen vollbekommen. Ja. Und zwar mit wirklich drei absolut wunderbaren Teilnehmerinnen. Und das sind sie. Das sind die Nominierten in der Kategorie Fotografie Ost. Lystrasion. Konstanze Weigel. Und Forever in Love. Und es ist wieder ein Powerfrauenfeld, was wir in der Kategorie Deutschland-Ost bei den Fotografen und Fotografinnen für euch zusammengestellt haben. Aus Lorraine, Konstanze und der lieben Sibylle. Alles Hochzeitsfotografinnen, wie sie im Buche stehen. Und jetzt heißt es für euch wieder Stimme abgeben. Denn das Voting für diese Kategorie, das startet jetzt. Hier ist der QR-Code. Und natürlich auch der Link im YouTube-Chat, der kommt jetzt direkt dazu, damit ihr loslegen könnt und eure Stimme abgeben könnt. Und ich bin gleich sehr, sehr gespannt, wen wir alles dazugeschaltet kriegen und wen ich fragen kann, wie es Ihnen gerade so geht. Aber wir werden im Finale, damit hatte ich ja gerade schon angefangen, unsere Fotografen und Fotografinnen begleiten bei einem Shooting. Und aus diesem Shooting werden die Nominierten dann drei Bilder einreichen als Finalbeitrag, den wir euch auch vorher zeigen. So, da ist Lorraine, da ist Konstanze und die liebe Sibylle und ich fange mal an mit Lorraine. Lorraine, meine Liebe, wie geht's dir jetzt? Ja, doch recht aufgeregt. Lass mich raten, du hättest nicht gedacht, dass du so aufgeregt sein würdest. Nein, ich hatte heute tatsächlich noch ein Style-Shooting und bin recht kaputt, aber ja, jetzt kommt doch die Aufregung auch mit dazu. Das glaube ich. Wie hast denn du die letzten Tage verbracht und wie hast du um Stimmen geworben? Tatsächlich habe ich alles mehr so auf mich zukommen lassen. Also ich habe vor allem Instagram genutzt, ich habe so ein paar Freunde angeschrieben und sowas per WhatsApp. Und dadurch, dass ich so viel zu tun hatte, war ich ganz gut abgelenkt, sozusagen. Sagen wir es mal so. Manchmal ist Ablenkung dann nicht das Allerschlechteste. Meine liebe Konstanze, wie geht's dir gerade? Super ausgeregt, also mein Herz schlägt, keine Ahnung, ewig hoch. Du bist ja an einem ganz besonderen Ort, du bist auf einer ganz besonderen Voting-Party. Willst du verraten, wo? Ich bin in Dachau bei den Tonnets Cruises und DJ Chris Dada ist auch hier. Ihr seid im Wirtshaus, richtig? Genau. Sehr gut, das kommt uns sehr bekannt vor, dieses Wirtshaus. Konstanze, was hast du die letzten Tage getan, um Stimmen einzusammeln für dich? Ich habe allen möglichen Leuten Bescheid gesagt, Freunde, Familie, Bekannte, Hochzeitspaare, alle, die einen empfehlen. Also du hast auch alles in Bewegung gesetzt, was ging? Ja, alles. Cool. Sibylle, Liebes, wie geht's dir jetzt und wo sind deine Liebsten? Unterstützen die sich oder schlafen die schon? Hallo erstmal, ja, also ich bin mega aufgeregt und ja, also mein Sohn, der schläft und genau, mein Mann, der ist schon auf Arbeit, der hat Nachtschicht, aber denkt ganz stark an mich und genau, ich bin, wie schon gesagt, ganz sehr aufgeregt. Ja, aber das heißt, der wartet jetzt eigentlich gleich nur auf die erlösende Nachricht. Ja, genau. Okay. Sag mal, Sibylle, wenn du so an die letzten Wochen denkst, wie hast du dein Umfeld und das Feedback bei dir aus der, ja, wie soll ich sagen, aus der Region und aus Freunden- und Bekanntenkreis erlebt? Sehr, sehr, sehr positiv. Also ich habe ja wahnsinnig viel Pressearbeit ja auch gehabt. Also ganz viele Presse kamen zu mir und ich habe ganz viel positives Feedback bekommen und alle waren sehr aufgeregt. Die kamen dann immer ganz neugierig und aufgeregt zu mir. Und ja, also es war wirklich sehr, sehr aufregend die letzten Wochen. Ja. Dann kann ich euch sagen, das ist das Signal. Das Voting für eure Kategorie ist beendet. Das heißt, Konstanze, gleich geht's los und wir erfahren, wer von euch weitergeht.
Lorraine, und du kannst gleich ins Bett und kannst dich ein bisschen ausruhen nach einem aufregenden Tag voller Style-Shoots. So, ihr Lieben, das heißt, wenn wir gleich darüber sprechen, wer auch aus der Region Deutschland-Ost ins Finale weitergeht, dann sprechen wir auch hier wieder über eine ganz, ganz tolle Kollegin, die sich ins Finalfeld einfügen wird und von der ihr noch mehr sehen könnt. Aber versprochen, ihr findet alle unsere Nominierten auch weiterhin auf unserer Website www.weddingkingawards.de. Dort wächst der Katalog der grandiosen Dienstleister und nominierten Finalisten wie Vorentscheid-Teilnehmer. Das heißt, ihr findet dort jeden Teilnehmer der vergangenen Jahre wieder. Das heißt, wenn ihr ein heiratswilliges Paar seid, was noch nach perfekten Dienstleistern sucht, seid ihr auch da sehr gut aufgehoben. Und jetzt frage ich nach dem Daumen und ich hoffe, ich bekomme ihn. Die Gewinnerin in der Kategorie Beste Hochzeitsfotografie in der Region Ost ist... Konstanze Weigel! Wo ist das Wirtshaus, Konstanze? Wo ist das Wirtshaus, Konstanze? Wo feiert das Wirtshaus? Die sehen es noch nicht. Die haben es noch nicht mitbekommen. Jetzt! Da! Jetzt! Jawohl! Guck mal, so lässt man sich nämlich feiern. Guck hier. Tanzende Jungs, Konstanze. Oh, wie geht's dir jetzt? Danke. Das heißt, wir sehen dich im Finale. Ja, super, ich freue mich. Wir freuen uns auch für dich. Das heißt, du kannst jetzt schon mal gucken, was du dann gerne fotografieren willst. Also, was für ein Paar und in welchem Setting. Denn wir werden dich begleiten. Oh, Konstanze. Dann feiert jetzt noch ein bisschen. Alle herzlichen Glückwunsch. Das ist unfassbar. Ja, wir grüßen, wir sehen uns bestimmt später nochmal. Ich habe da sowas im Gefühl. Ich habe im Gefühl, dass wir dich möglicherweise gleich nochmal wiedersehen. Unfassbar. Liebes, herzlichen Glückwunsch. Wahnsinn. Und auch natürlich herzlichen Glückwunsch zur Teilnahme an Lorraine und an Sibylle. Absolut. An zwei tolle Kollegen und Fotografinnen, die sicherlich von euch noch einiges an Aufmerksamkeit bekommen werden und sie auch verdienen. Absolut. Aber wir sehen Konstanze im Finale. Und wir gucken, wer als Drittes mit einzieht, denn auch jetzt haben wir im Süden nochmal ein richtig starkes Feld und da war es auch sehr, sehr knapp. Also umso knapper wird es jetzt, glaube ich. Das sind die nominierten Fotografen, Fotografinnen im Bereich, in der Region Süd. Ja. Das sind die Nominierten in der Kategorie Fotografie Süd. Wed Photo Love. Stefanie Fleischmann. Juwelin Media. Julia Trini. Und Mona Lisa Fotografie. Fünf Nominierte, zwischen denen ihr euch gleich entscheiden könnt und wo ihr schauen könnt, für wen ihr eure Stimme abgebt. Und damit ihr damit loslegen könnt, legen wir mit dem Voting los und das startet jetzt. Hier ist der QR-Code. Der Link geht natürlich bei YouTube wieder in den Chat, sodass ihr eure Stimme abgeben könnt. Macht das kräftig, die Zeit läuft und ich bin sehr, sehr gespannt, wen von den fünf ich jetzt gleich zu mir zugeschaltet bekomme, ob es alle sein werden. Hier wird der QR-Code für euch noch so ein bisschen verschoben, dass ihr den weiter scannen könnt und euch trotzdem unsere Nominierten ansehen könnt. Und bevor wir hier alle zugeschaltet haben, mal eine ganz wichtige Information. Wir stehen ja auch diesmal wieder in einer Farbexplosion von Studio. Und wie immer ist unser Studio gestaltet worden von unserem Partner Floor Decor aus Kiel, extra angereist mit einem Transporter voller Blumen und hat hier das ganze Studio in ein Regenbogenland verwandelt. So, aber hier sind unsere winkenden fünf Nominierten. Hallo und ich fange direkt mal an. Ich fange an mit dem lieben Dogan. Oben in der Ecke. Hallo, lieber Dogan, wie geht's dir? Hallo, ich grüße euch. Ich bin sehr nervös, also das kann ich gerade in Worten nicht beschreiben. Und ja, ich kann da echt nicht viel sagen. Also ich bin gerade sehr, sehr nervös und ja. Also ich einfach fabelhaft, ich habe so viel Unterstützung gerade bekommen und ich hoffe, dass ich dann quasi ins Finale weiterkomme. Dogan, was mir auffällt, ist, du trägst heute deinen Hut nicht. Was ist da los? Du trägst den noch immer. Eigentlich ja, ich habe es heute vergessen, irgendwie durch Nervosität. Du hast vor Nervosität deinen Hut vergessen? Ja, tatsächlich. Ich habe es mitgenommen und habe es dann nicht angezogen.
Du, das kann passieren. Aber das heißt, du bist selbst auch auf einer Voting-Party gerade? Genau, ich bin gerade auch in einer großen Location, die auch mal Award gewonnen hat. Und da habe ich gerade auch eine Unterstützung. Und ich bin allen sehr, sehr dankbar, dass wir die Möglichkeit gegeben haben. Und ja, ich wünsche uns allen, wirklich allen Kollegen, wirklich toi, toi, toi. Ich drücke die Daumen und großartig. Genau, dann wird es gleich demnächst entschieden. Stefanie, wie geht's dir jetzt gerade? Wo sind deine Liebsten? Wer unterstützt dich? Mir geht die Düse. auf der Couch sitzen sie, ich hoffe. Ja, mal schauen. Das heißt, es warten alle mit dir mit. So, dann Sarah und Nico von Juwelin Media, ihr zwei. Ihr sitzt auf eurem Sofa. Das erkenne ich vor allem an eurem Hintergrund. Wie geht's euch? Ihr habt ja zumindest ein Händchen, was ihr festhalten könnt. Ja, aber aufgeregt sind wir trotzdem. Das glaube ich. Nico, wie habt ihr die letzten Wochen erlebt? Ja, spannend auf jeden Fall. Es ist viel drumherum passiert und auch Leute, von denen man gar nicht erwartet hat, irgendwie so. Viele haben sich gemeldet und für uns abgestimmt. Jetzt sind wir mal gespannt, was der Abend bringt. Ja, das glaube ich. Julia, bei dir waren wir ja auch bei der Bürgermeisterin und es gab Presseberichterstattung noch und nöcher. Bist du jetzt eine Berühmtheit bei dir zu Hause? Ja, mich haben sehr, sehr viele darauf angesprochen, das stimmt, ja. Also das bin ich nicht so gewohnt, weil ich nicht so gerne im Mittelpunkt stehe, aber gut, da muss man jetzt durch, gell? Richtig. Das ist, wenn man so eine kleine Berühmtheit jetzt ist im Ort, dann ist das auch ganz normal, dass man auf die Straße geht und da vielleicht auch angesprochen wird und gesagt wird, Moment, sind Sie nicht die junge Frau, die? Guck mal, so genau, soll das sein. Ramona, sind bei dir schon wieder alle im Bett und schlafen oder unterstützen dich heute deine Liebsten? Die sind gerade vom Fernseher. Leider ist meine Stimme so gut wie weg heute und ich bin froh, dass ich gerade überhaupt ein Wort rauskriege. Ja, deswegen, mit Zeichensprache geht's halt voran. Okay, also liebe Ramona, genau, dann machst du nur noch die Daumen hoch, wenn ich dich frage. Du bist also aufgeregt wie verrückt? Ja, volle Kanne. Deine Liebsten unterstützen dich? Auf jeden Fall. Ja, ihr Lieben, das Voting für eure Kategorie, das läuft jetzt noch 30 Sekunden. Ihr kriegt hier gerade den kleinen Sekundenanzeiger noch ein bisschen verrückt, damit ihr den besser sehen könnt. Stefanie, ich glaube, du hast vorhin bei uns im Chat eine Nachricht bekommen, da stand, du schaffst das, Mama. Oh, glaube ich nicht. Nein. Weiß ich nicht, aber das geschrieben hätte. Dann haben wir uns verschätzt. Wir wussten nicht, wir haben gedacht, da hätte ein junger Mann, hätte dir eine Nachricht geschrieben und hätte geschrieben, Mama, du schaffst das. So, ihr Lieben, euer Voting ist beendet für eure Kategorie. Das bedeutet, gleich erfahren wir, wer von euch weiterzieht ins Finale und von uns begleitet wird bei einem Shooting und dann seine Bilder einreichen darf für den Wettbewerb. Das heißt, wir sind jetzt sehr, sehr, sehr gespannt und ich warte eigentlich nur noch auf den Daumen, der sagt, es kann losgehen. Und ich kann euch sagen, was ihr nicht sehen könnt, ist, es gibt hier immer einen, der das Voting prüft, einen, der gegenprüft und einen, der das Ergebnis auf einen Zettel in die Regie hält, damit dann die entsprechende, wie heißt das, Matz oder was das ist, dann abgespielt werden kann. So, dann lachen immer alle über mich, wenn ich mich mal wieder unqualifiziert äußere. Das heißt, gleich ist es soweit. Dogan, halte ich da schön fest. Puh. So, habe ich den Daumen? Na, noch nicht ganz. So, da ist er. Der Gewinner oder die Gewinnerin in der Kategorie Beste Hochzeitsfotografie in der Region Deutschland Süd. Entschuldigt, ist. Es ist Dogan von Red Photo Love. Ich bin gerade so sprachlos. Dogan, alles gut, mein Lieber, alles gut. Oh. Guck, und da sind alle. Guck mal, alle feiern mit dir. Einfach sprachlos. Jawohl. Ich kann nicht in Worten erreichen. Ich muss gleich wirklich weinen, also wirklich, ich sag's ungern, aber ich bin wirklich allen sehr, sehr dankbar, wirklich allen Kollegen, allen Dienstleistern, allen Brautpaaren, wirklich an allen sehr, sehr herzlichen Dank. Danke dir. Danke, dass ihr mitgemacht habt. Wir sehen uns im Finale. Wir sehen uns im Finale. Also die Reise ist nicht zu Ende. Sie fängt jetzt erst an. Der erste Schritt ist gemacht. Bis bald. Dogan bis ist bald. Fertig. Dogan ist fertig. Heute sind alle aber fertig. Auch, also ja, Wahnsinn. Aber auch hier wieder lieben Dank an alle anderen Nominierten, an Stefanie, an Ramona, an Julia und an Sarah und Nico von Juwelin Media. Ihr seid alle so toll und ihr habt
ja, so tolle Interviews gegeben, so tolle Podcasts gemacht. Und das sind alles Dinge, die da bleiben. Das heißt, für alle da draußen, wenn ihr sagt, wir interessieren uns für einen dieser Nominierten, hört und schaut euch die Dinge an, die Interviews, die Podcasts, alles, was ihr ja finden könnt über diese Kollegen. Und guckt euch die Fotos an, denn die sind unfassbar. Ich glaube, für jeden ist da etwas dabei. Und wir machen mit, es wird nicht einfacher, es wird eher schwerer für euch da draußen, denn wir kommen zur letzten Fotografie-Region und das ist die Region West, also Fotografie West, und das sind ihre Nominierten. Das sind die Nominierten in der Kategorie Fotografie West. AE Weddings. Jana Merker. Foto-Video-Werk. Christoph Künster. Und Melanie Nguyen. So, ihr Lieben, und da sind wir wieder mit 5 neuen Nominierten in der Region Deutschland West. Fotografen und Fotografinnen, um die es jetzt geht und für die ihr eure Stimme abgeben könnt. Und damit beginnen wir direkt jetzt, denn das Voting für diese Kategorie startet genau jetzt. So, da ist wieder der QR-Code für euch. Den verrücken wir gleich noch ein bisschen, damit ihr den besser sehen könnt. Und natürlich gibt's auch wieder den Link im YouTube-Chat. Und jetzt könnt ihr abstimmen für Alexander Erdley, für Jana Merker, für Katja und Alex vom Foto-Video-Werk, für Christoph Künster und für Melanie Nguyen. Christoph und Katja und Alex, habt ihr schon gesehen in der Kategorie der Videografen West? Da ist ja Christoph weitergelaufen. So, das heißt, da könnt ihr jetzt mal gucken, wem ihr jetzt eure Stimme geben möchtet. Und jetzt kriege ich sie auch schon so nach und nach zugeschaltet. Da ist Alex, da ist die liebe Jana, da sind Katja und Alex wieder. Da kommt gleich noch der Christoph, der sich jetzt wahrscheinlich ein bisschen erholt hat. So. Und da ist auch noch die liebe Melanie. Und ich fange direkt oben an mit Alex. Alex Erdley, du bist zurück aus Thailand und hast du immer noch so Bauchkribbeln oder geht's jetzt gerade? Hi, genau, Hi. Ich bin zurück aus Thailand. Mir geht's mittlerweile wieder ganz gut. Ich hatte ja ein bisschen Fieber gehabt, aber jetzt hat sich das alles wieder gelegt und ich bin froh, hier sein zu dürfen. Alex, wie hast du denn so die letzten Wochen während der Votings für dich erlebt? Eigentlich ganz entspannt. Ja, ne? Ist ja grundsätzlich ein ganz entspannter Typ. Ja, das weiß ich ja mittlerweile, dass ich ein bisschen entspannter bin. Von daher ist alles in Ordnung. Mhm. Jana, ich gehe mal zu dir weiter. Du hast ja eine ganze Menge Menschen hinter dir versammelt, die dich unterstützen, die jetzt da sind und die mit dir feiern. Jana, wie geht's dir jetzt? Also ich bin ziemlich nervös. Ich höre, glaube ich, mein Herz ganz laut klopfen. Ich hoffe, die anderen hören es nicht so laut. Aber ja, es sind die besten Leute hier, die mich schon immer unterstützt haben. Und das bedeutet mir sehr viel. Und ich bin gespannt und sehr nervös, ja. Guck mal, da sind hinten vielleicht das ein oder andere bekannte Gesicht auch dabei in der Unterstützung. Alle haben ihre Handys draußen und alle voten fleißig. So soll das sein. So, Katja und Alex. Alex, hast du dir mittlerweile ein frisches Hemd angezogen oder lässt du weiterhin die Arme schön nah dran? Ich habe es mal kurz überlegt. Ja, aber es geht noch. Guck mal. Alles gut. Jetzt habt ihr euch jetzt den Abend um die Ohren geschlagen und sitzt jetzt auf eurem Sofa und hofft hier fröhlich weiter. Christoph hingegen. Christoph, hast du dich halbwegs wieder erholt? Ja, mittlerweile schon. Also eben ist es hier komplett eskaliert. Das ist totaler Wahnsinn, dass ich auf jeden Fall in Köln mit dabei bin. Ich kann es gar nicht glauben. Und ich möchte mich nochmal ganz, ganz herzlich bei Katja und Alex bedanken. Da bin ich eben abgeschnitten worden. Das wollte ich noch mal sagen. Ihr seid richtig cool. Danke euch. Ja. Das ist, glaube ich, auch der ganz große Wert der Wedding King Awards, dass ihr natürlich auch unglaublich tolle Kollegen kennenlernt, mit denen man den Kontakt auch nicht wieder verliert und wo auch da einige Dinge einfach weitergehen dürfen. Aber mal noch zu Melanie. Melanie, du sitzt vermutlich in deinem wunderschönen Studio. Die Kleine ist im Bett und der Liebste sitzt auf dem Sofa. Die ganze Family sitzt unten, unterstützt mich. Die Kleine darf heute ausnahmsweise mal ein bisschen länger aufbleiben und mit Mama fiebern. Und ja, ich bin ganz aufgeregt. Ich habe schon so viele Tränen, Freudentränen für die anderen, die schon gewonnen haben, vergossen. Es ist unglaublich, was ihr mit einem macht. Ja, das machen ja nicht wir, das macht ja ihr, um genau zu sein. Denn ihr seid ja diejenigen, die ihre Stimmen abgeben und die für Stimmen geworben haben. Denn ich glaube, was wir auch mal sagen müssen, ist, dass es
noch nie vorher während einer Online-Voting-Woche so viel Presseberichterstattung gegeben hat wie in diesem Jahr. Und da reden wir nicht nur von Zeitungen, da reden wir auch von Radio, da reden wir von Fernsehen. Und das Voting ist übrigens beendet. Aber das heißt, das, was ihr als Nominierte in diesem Jahr auf die Beine gestellt habt, auch alle zusammen als große Gruppe, und ihr habt das ja übertitelt mit One Team, One Dream, das muss euch erstmal einer nachmachen. Also es ist ein einsamer Applaus von mir, aber es ist ein Applaus des ganzen Teams und, glaube ich, von allen, die hier hinten, guck mal, Carina versucht auch zu klatschen, aber darf es nicht, weil sie leise sein muss. Also, was ich euch sagen kann, ist, gleich haben wir das Ergebnis und dann wissen wir, wer von euch ins Finale weiterzieht und quasi unser Finalfeld komplett macht. Wie immer warte ich auf Däumchen 1 und Däumchen 2 und auf den Moment, wo man mir sagt, dass das Ergebnis in der Regie angekommen ist. Benny, habe ich einen Daumen? Ah, er sagt, wir rechnen noch. Wenn er sagt, wir rechnen noch, dann bedeutet das, es ist wirklich, wirklich knapp. Das heißt, bitte denkt immer dran, ihr wart alle ein Team, ihr seid das immer noch und ihr könnt diesen Teamgedanken auch weitertragen ins Finale und auch da euren Favoriten unterstützen. Aber der oder die Gewinnerin in der Kategorie beste Hochzeitsfotografin in der Region West ist... Es ist Jana Merker! Und guckt es euch an. Und da sind wieder die Freudentränen. Weil was wir euch sagen können, ist, das ist so eine Anspannung, die jetzt in der Online-Voting-Woche da... Oh, Jana, du hast es geschafft. Sag etwas! Jana, magst du irgendein Wort sagen? Hast du ein Wort? Ob ich ein Wort habe? Nein, ich bin einfach sprachlos. Ja. Ich glaube, das ist alles, was ich sagen kann gerade. Also Kalender raus, 3. November, große Bühne, wir sehen dich. Wir sehen dich. Und jetzt nehmt euch was zu trinken und dann holt bitte Jana ihre Sprache zurück und feiert sie ein bisschen. Bitte macht das so, dass die Polizei kommt an einem Sonntagabend. Ist egal, sagt denen einfach, wir sind schuld. Guck mal, ein altbekanntes Gesicht von About the Bride stützt uns da. Jana, feiert noch ordentlich. Jana, herzlichen Glückwunsch. Und natürlich vielen, vielen Dank auch an die anderen Nominierten. Danke, Jana. Vielen, vielen Dank an Melanie, an Alex, an Katja und Alex und an Christoph. Christoph, super, ja. Fair. Auch gerade noch die lieben Worte. Ich glaube, für das können wir unterschreiben. Für den Teamgeist, den ihr alle zusammen nicht nur hattet, sondern weiter haben werdet. Davon sind wir überzeugt. Auf jeden Fall. Also wir haben so viele geile Fotografen jetzt wieder kennengelernt. Also ja, unfassbar. Großartig. Vielen Dank dafür auf jeden Fall. Und jetzt brennt der Baum sozusagen. Also wir sind auf dem Höhepunkt nicht... wir müssen hier ins Finale. Guck mal hier, aber erstmal noch schnell das Finalfeld. Da haben wir geschlafen, danke an die Regie. So, wir haben ein tolles Finalfeld, ein Line-Up mit der lieben Jana König aus dem Norden. Konstanze Weigel vertritt Region Ost. Wir haben Doan von Wet Photolove und Jana Merker macht das Feld komplett. Also, Dogan, der Hahn im Korb, aber wir sind sehr gespannt, was im Finale passieren wird. Mal gucken, vielleicht hat er dann noch seinen Hut wieder auf. Wir gucken, dass er den nicht vergisst. Ja, eigentlich mag er den Hut sehr gerne. Den mag er sehr gerne. Aber jetzt, wir sagten ja, es brennt der Baum. Ja, jetzt kommt's. Denn jetzt kommt die Kategorie DJs. Und sie ist fast schon traditionell immer ganz als Letztes. Ja. Und wir können es uns natürlich auch nicht verkneifen, sie heute wieder zu haben. Nee, und sie wird heiß diskutiert. Sie wird heiß diskutiert, das wissen wir. Sie wird heiß erwartet. Sie wird heiß erwartet, das wissen wir auch. Und wir haben jetzt wieder drei Regionen. Das heißt, Nordost, ihr werdet es gleich sehen, ist zusammengefasst. Das heißt, ganz am Ende... Also egal, ob jetzt im ersten Wurf jemand weiterkommt oder nicht, ganz am Ende könnt ihr einen weiteren mit der Wildcard ins Finale katapultieren. Ja. Wir fangen direkt an. DJ Nordost, das sind eure Nominierten. Viel Spaß. Das sind die Nominierten in der Kategorie DJ Nordost. Der Weddingmann. DJ Chris Dahler. Und Mobil Disco Flashlight. Drei Nominierte, die an völlig unterschiedlichen Ecken, räumlich gesehen, des kompletten Gebiets Nordost sitzen. Drei Kollegen, die auch unterschiedlicher in ihrer Arbeit nicht sein könnten und für die ihr jetzt eure Stimme abgeben könnt. Also, dann mal schnell die Handys gezückt, denn das Voting für diese Kategorie beginnt jetzt.
Hier ist der QR-Code. Der Link geht natürlich zu YouTube. Und jetzt könnt ihr nochmal richtig Gas geben und für eure Nominierten und auch vor allen Dingen euren Favoriten abstimmen. Und dann gucken wir gleich mal, wer da ins Finale weiterzieht und dann auflegen wird. Und während die Regie mir jetzt hier noch die DJs zuschaltet und wir mal gucken, mit wem wir gleich reden können, kann ich euch schon mal sagen, auch in diesem Jahr wird es natürlich wieder das DJ-Live-Set geben, wo die jeweiligen Nominierten jeweils eine halbe Stunde auflegen werden und zeigen dürfen, was sie können. Und das wird im Rahmen des Pre-Events geschehen in diesem Jahr. Zugeschaltet sind jetzt schon Chris von der Mobildisco Flashlight, DJ Chris Dahler und gleich kommt mit viel Glück auch noch Carsten, der Weddingmann, dazu. Aber ich fange mal an mit Chris von der Mobildisco Flashlight. Hey Chris, wie geht's dir jetzt? Ja, ich bin sehr, sehr aufgeregt. Also mein Herz ist schon ja, in der Hose und ich kann es kaum erwarten. Das glaube ich dir. Ist dein Papa denn auch noch mit wach und guckt? Natürlich, natürlich. Der stimmt auf jeden Fall für mich ab. Hoffe ich zumindest, dass er noch munter bleibt. Ja, mir fehlen die Worte. Ja, guck mal, der kann jetzt ja schon abstimmen. Also wenn er jetzt noch nicht schläft, dann ist er wahrscheinlich, hat er wahrscheinlich auch schon abgestimmt. Das kriegt er schon hin. Na klar kriege ich das hin. Klar. So, dann gucken wir mal, Chris Dahler. Chris, mein Lieber, du hast dir so schön den Hintergrund verpixelt, aber ich sag mal, die Farbigkeit des Hintergrunds verrät mir, dass du dich an einem besonderen Ort befindest. Wo bist du da und mit wem bist du da? Ja, ich bin, den Ort kennt ihr sehr gut. Wirtshaus, wie gesagt, ich bin bei Tom Exclusive und Konstanze ist auch hier und ich bin völlig fertig. Wir haben dich ja gerade schon bei Konstanze einmal durch den Hintergrund springen sehen, mein Lieber. Das kann sein, ja. Das kann sein. Dann hoffen wir mal, dass Konstanze vielleicht gleich auch für dich springt. Wir wissen es ja nicht. Oder dass vielleicht der Papa vom Chris von der Mobildisco Flashlight springt. Ob bei Carsten jemand springt, wissen wir nicht, denn den können wir aktuell nicht hinzuschalten. Aber viele von euch kennen Carsten aus dem letzten Jahr. Da war er bereits auch nominiert in der Region Deutschland Nord. Das heißt, ihr müsst euch nicht wundern, es gibt auch hier und da bekannte Gesichter. Was ich euch beiden jetzt aber sagen kann, ist, die letzten 18 Sekunden des Votings laufen. Das heißt, egal wo die Herzen jetzt sind, gleich haben wir ein Ergebnis. Das heißt, Chris Mobildisco Flashlight, ihr heißt ja beide Chris. Chris, wenn du noch eine letzte Sache sagen dürftest, was wäre das? Voten, 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 voten. So, und das Voting ist jetzt vorbei. Es hat sich jetzt also ausgevotet, ihr Lieben, und jetzt bekommen wir gleich ein Ergebnis. Es ist das allererste Ergebnis in einer wirklich umkämpften und viel diskutierten Kategorie, weil es DJs stilistisch so viele wie Sand am Meer gibt und das natürlich auch eine unfassbar, ja, wie soll ich sagen, unfassbare Geschmackssache ist, gerade wenn man als Paar einen DJ sucht und sich die Frage stellt, wen wollen wir denn da? Und alle, die sich hier bewerben, sind natürlich auch sehr sichtbar, werden gesehen und werden beurteilt. Und deswegen ist man, glaube ich, nochmal umso aufgeregter. Und ja, das Herz pumpt und der Magen wackelt. Ich frage nach dem Daumen. Benni, haben wir den? Es ist knapp und es wird gerechnet. Oh, Benni sagt, es ist ein recht eindeutiges Ergebnis. Der Gewinner in der Kategorie Beste Hochzeits-DJs in der Region Deutschland Nordost ist... Es ist DJ Chris Dahler! Jawohl! Das Wirtshaus feiert zum zweiten Mal heute Abend. Das Wirtshaus Dachau wackelt. So. Und oh, da ist noch ein Exclusive, guck mal. Tom kann gleich im Bild bleiben eigentlich. Tom, du kannst gleich da bleiben, in deiner Region geht's gleich weiter. Ach, guck. So, ihr sollt mit uns reden, Chris. Bitte, Chris, krieg ein Wort raus. Sprich mit uns. Wie geht's dir jetzt? Ich bin völlig fertig. Ich bin fertig. Ich bin... Danke, Leute, danke. Sehr schön, das ist gut. Also wir müssen dieses Jahr mit euch üben, wir müssen mal so einen Test machen, was passiert, wenn ihr gewinnt, damit ihr da wenigstens mal 2-3 Sätze rausbekommt. Also wir freuen uns, dass du dich freust. Also wir sehen dich, du hast keine Angst vorm Live-Auflegen, richtig? Chris, hast du Angst vorm Live-Auflegen? Nicht. Aber ein Novum ist passiert, ihr habt Chris gerade ohne Brille gesehen, das passiert nicht. Chris, mein Lieber, Chris, herzlichen Glückwunsch. Du darfst dich zurücklehnen in dieser Kategorie. Du Wir bist sehen im dich Finale. Im Finale. Wir sehen dich dort. Also, Dankeschön, Leute. Danke. Cool. Mein Lieber, so. Liebe Grüße an deine Frau und im Podcast. Jetzt gucken wir weiter, denn jetzt kommen 5.
im Süden. Jetzt wird es richtig, ja, richtig voll. Und jetzt dürft ihr eure Handys gleich rausholen, denn wir kommen zu 5 ganz, ganz krassen DJs auch. Alle sind krass, aber ich das wird wirklich atmen. Eng. Also einer kommt weiter. Bitte dranbleiben, denn danach kommt auch noch einer per Wildcard weiter. Aber jetzt erstmal Tasten raus. Das sind die Nominierten. Ja, Handys, ihr wisst, es sind noch 2 Kategorien. Also, das sind die Nominierten DJs Süd. Das sind die Nominierten in der Kategorie DJ Süd. Nathan White. DJ Edouard. Magic Moments. Wedding DJ Munich. Und DJ Tom Exclusive. So, ihr Lieben, Benny hat's gesagt, Tasten raus. Er meinte Handys raus. Also, in der Region Deutschland Süd dürft ihr jetzt abstimmen für gleich 5 nominierte DJs für euren Favoriten aus diesen 5. Und das machen wir direkt ab jetzt, das Voting startet. Also, Benny würde sagen, Tasten raus, ich sage Handys raus. Hier ist der QR-Code, den könnt ihr scannen oder auch im YouTube-Chat den Link anklicken. Das funktioniert natürlich auch. Wir haben hier 5 Nominierte. Wir haben DJ Nathan oder Nathan White. Der eine sagt Nathan, der andere sagt Nathan. Wir haben den lieben DJ Edouard. Wir haben den wunderbaren Mick von Magic Moments Würzburg. Wir haben Chris, DJ Said und wir haben DJ Tom Exclusive. Ich habe alle Kollegen auch interviewt in unserem Podcast The Lovers Club. Das heißt, auch dieser Podcast, der bleibt weiter stehen. Den könnt ihr euch weiter anhören und könnt auch in den folgenden Wochen und Monaten oder meinetwegen auch Jahren immer mal wieder reinhören und euch die tollen Geschichten dieser Kollegen anhören. Vor allen Dingen, wenn wir darüber reden, was eigentlich sonst in ihrem Leben passiert, außer DJ sein. So, und jetzt bin ich mal gespannt, wen ich hier gleich dazugeschaltet kriege und mal fragen kann, wie sehr der Bauch kribbelt. Tom Exclusive haben wir ja gerade schon rumspringen sehen. Guck mal, da oben ist der liebe Nathan. So, Nathan, ich warte jetzt noch ein Sekündchen, wer noch dazukommt und ansonsten, ach weißt du, komm, wir quatschen schon mal. Nathan, du bist ja zurück von deinem, von deinem Ferienclub-Engagement, wenn man so will. Oder bist du schon wieder weitergefahren und irgendwo wieder an einer anderen Ecke der Welt? Nein, ich bin jetzt zurück und sowas ready für die Wedding-Season. Die startet jetzt bald bei mir im Mai. Und ja, nee, deswegen war es jetzt leider erstmal mit der Reiserei. Aber im November geht es dann weiter. Ja, du wirkst echt irgendwie entspannt. Wirkt das nur so oder bist du es wirklich? Boah, ich glaube, ich bin einfach noch ein bisschen fertig vom Wochenende. Ich hatte jetzt 2 Gigs, Freitag und Samstag und dadurch bin ich ein bisschen platt und ja, ich denke, okay, das passt dadurch. Das heißt, ich kann jetzt da nichts aus der Ruhe bringen? Das sehen wir gleich. Dann gucken wir mal. Gut, dann schnappe ich mir mal den lieben Chris, den DJ Said. Hi Chris. Hi, guten Abend zusammen. So, hattest du auch dieses Wochenende schon Gigs und bist deswegen entspannt zurückgelehnt oder hast du Bauchkribbeln wie verrückt? Ja, gestern, ja, aber Bauchkribbeln natürlich und Nervosität ist ungefähr hier. Chris, wer ist denn bei dir im Hintergrund mit dabei und unterstützt dich? Meine ganze Familie ist hier und Freundin, alle sind da und warten hier gespannt. Und haben alle die Handys schon raus und haben wahrscheinlich schon abgestimmt? Ja, genau. Okay. So, dann habe ich da noch Tom im Wirtshaus. Tom, mein Lieber, wie geht's dir? Ja, servus, ich bin da. Ja, alte Wirkungsstätte, aufgeregt wie damals. Ich wollte gerade sagen, das kommt mir doch sehr bekannt vor, dieser Ort, an dem du stehst. Aber sag mal, jetzt habt ihr ja schon Konstanze gefeiert, jetzt habt ihr gerade schon den Chris gefeiert. Also ganz im Ernst, wie geht's dir? Boah, ich bin so aufgeregt, ihr könnt es nicht vorstellen. Also das ist so der Herzenstraum und das ist so einfach das, was das hier drin schlägt, dieser Job und dieses Ganze, ich will das Ding unbedingt. Ja. Ich kann nichts anderes sagen. Ich glaube, das kann auch jeder nachvollziehen. Guck mal, da haben wir auch noch den lieben Eduard. Hallo Eduard, wie geht's dir? Hi, grüße euch. Hi. Hallo mein Lieber. Hört ihr mich? Wir hören dich sehr, sehr gut. Eduard, sag mal, super, wer waren deine wichtigsten Unterstützer in den letzten Wochen und jetzt während des Votings? Ja, es war auf jeden Fall meine Familie, meine zukünftige, auch die, also ehemalige Brautpaare, Freundeskreis, also Verwandte,
Man hat auch viele positive Rückmeldungen bekommen, auch von denen. Also das war echt aufregend, die ganze Zeit schon bis heute. Das ist ja Wahnsinn. Also auf jeden Fall, ich muss auf jeden Fall auch riesen, riesen Dank sagen an die, auch bei der Online-Voting dabei waren und auch heute zugeschaltet haben. Echt Ja. toll, auf jeden Fall. Ich weiß auch, dass wir den lieben Mick von Magic Moments zugeschaltet haben, aber der hat seine Kamera an. Mick, solange du deine Kamera nicht angeschaltet hast, kann ich leider mit dir nicht sprechen. Und die letzten 30 Sekunden des Votings sind angebrochen. Das heißt, haltet euch alle ein bisschen fest an euren, keine Ahnung, an euren Stühlen, an Wirtshaustischen, an Schreibtischplatten, an wo auch immer ihr gerade steht, sitzt oder liegt. Und dann ist es auch gleich soweit, dass wir euch sagen können, wer von euch ins Finale weiterziehen wird. Ganz, ganz wichtige Nachricht. Alle, die jetzt nicht weiterkommen, können gleich im Wildcard-Voting nochmal Stimmen sammeln. Aber jetzt ist das Voting für diese Kategorie beendet. Das heißt, gleich hören wir, wer weiterzieht. Aber dann legt nicht auf, legt euch nicht hin, geht nicht schlafen. Wir haben dann noch eine Wildcard zu vergeben. Und lieber Mick, wenn du uns hören kannst, wir konnten dich leider nicht sehen, es ist aber nicht schlimm, auch du bist hier natürlich weiterhin im Voting. Das heißt, jeder, der jetzt aber gleich nicht weiterzieht, geht auch nochmal durch die Wildcard. So, dann gucke ich mal gerade zu Benny und frage ihn, kriegen wir schon einen Daumen oder rechnen wir noch? Benny sagt, es wird noch gerechnet. Das heißt, hier kann ich euch auch sagen, bei 5 tollen Kollegen im Voting hat es im Online-Voting das eine oder andere Mal diese Woche richtig, richtig große Veränderungen gegeben auch. Denn wir konnten ja in Echtzeit sehen, wenn ihr bestimmte Aktionen gemacht habt und wenn dann für einen mal wieder Stimmen reingingen und sich da auch Gewichtungen verändert haben. Das ist das Spannende an so einem Online-Voting und bei 33.000 Stimmen passierte auch viel. Das heißt, der Gewinner in der Kategorie Beste Hochzeit DJ ist. Es ist DJ Tom Exclusive! Und da gehen die Wirtshaustüren auf! Und es ist eine völlige Fassungslosigkeit. So, da ist die gleiche. So, da ist Kristalla wieder. Guckt ihn euch an. So, Was geht denn ich da? glaube, heute ist in Dachau die Party des Jahrhunderts. Was ist denn das eigentlich für Ja. eine Männerrunde? Was Oh, ist guck mal hier, der Chefkoch ist auch da? da. Giuseppe? Giuseppe oder Giuseppe? Giovanni? Ich hab's immer, ich Giovanni. verwechsel es immer. Tom, mein Lieber. Tom, ist dir bewusst, Tom, ich weiß nicht, ob dir bewusst ist, dass du im Finale jetzt gegen deinen Kumpel Chris antrittst. Giuseppe, bitte. Wir haben gesagt, es gibt keine Stimmen für den anderen, der Rest ist egal. So, ich hoffe, Giovanni Giuseppe hat euch jetzt was Leckeres gekocht und es gibt sehr viel zu trinken für diese Ja, Party. ihr Lieben, ihr habt um aber Gottes Tom, Willen, ja, ne? natürlich. Ja, alle nochmal motivieren gleich. Denn es gibt natürlich gerade von den 4 absoluten Mega-DJs, die es jetzt im ersten Schlag nicht geschafft haben, gleich gibt es das große Wildcard-Voting. Tom, du kannst dich zurücklegen. Mach dir ein Bierchen auf. Mach dir ein, zwei Bierchen auf. Aber denk dran, es gibt noch die Wildcard. Genau, gleich gibt es die Wildcard. Und wir wollen auf der Suche zur Wildcard natürlich den letzten offiziellen Platz vollmachen. Und der kommt aus der Region West. Und es ist auch das letzte offizielle Voting, danach nur noch die Wildcard und Ja. dann haben wir unsere 6 Kategorien voll fürs Finale. Also, letzte Kategorie, DJ West und das sind eure Nominierten. Das sind die Nominierten in der Kategorie DJ West. DJ Hansi Konnert. DJ Amex. Und Klangart DJ Service. So, und es ist die vorletzte Stimme, die ihr abgeben könnt in unseren Votings. Und das machen wir jetzt auch direkt. Wir machen das Voting auf, damit ihr abstimmen könnt für die DJs in der Region West. Das Voting startet jetzt. Hier ist wieder euer QR-Code. Der Link geht, ich weiß nicht, wie oft ich es jetzt gesagt habe, 23 Mal in den YouTube-Chat. Da könnt ihr auch draufklicken und dann könnt ihr jetzt abstimmen. Und dann holen wir uns hier gleich mal die Kollegen rein. Wir werden gleich sprechen, mit viel Glück, mit Hansi Konnert. Wir sprechen mit viel Glück auch mit Andreas und wir sprechen mit viel Glück auch mit den Jungs vom Klangart DJ Service. So, aber bevor wir das machen, kann ich euch sagen,
Legt euch danach nicht hin, legt nicht auf, geht nicht weg. Wir stimmen noch die Wildcard ab. Und ich bekomme die Nachricht, dass sowohl Hansi als auch Andreas da sind und dass wir leider die Jungs vom DJ Klangart DJ Service so rum nicht zuschalten können momentan. So, also ich fange mal mit Hansi. So, Hansi, mein Lieber, du bist ja auch auf einer kleinen Party bei einer bekannten Runde mittlerweile. Wie geht's dir? Ja. Guck mal hier, hinter mir. Ganz viele Leute, auf jeden Fall mit der Laura, mit der Ines, mit dem Streichquartett. Also es ist auf jeden Fall ein super schöner Tag, super schöner Abend und es hat bis jetzt auch mega, mega viel Spaß gemacht. Also war richtig toll. Hansi, du bist ganz schön nervös, richtig? Ja, nervös, ja, auf jeden Fall, definitiv. Ich war mal gestern auch auf einer Hochzeit in Düsseldorf. Sollten 7 Stunden werden, sind dann irgendwie 12 geworden. Und ich habe gesagt, egal, heute gibt es noch mal alles, Vollgas. Und ja, jetzt sind wir ja gleich so schon kurz vor, ne? Bin sehr gespannt. So gehört sich das, mein Lieber. Andreas, hattest du gestern auch eine Hochzeit? Hallöchen, ja, meine Wedding-Season hat gestern angefangen. Bin auch um 6 Uhr morgens nach Hause gekommen und war ein sehr guter Auftakt. Sehr gut, das heißt, es kann für dich jetzt losgehen. Andreas, du bist ja eigentlich mehr jetzt nicht so der aufgeregte Typ. Du, Ines sagt das ja so schön, es gibt Leute, die sterben nach innen und Leute, die sterben nach außen. Du stirbst auch mehr so nach innen, richtig? Ja, würde ich schon sagen. Also 7 von 10 aktuell. Das ist alles. Ich bin jetzt einfach froh, wenn ein Ergebnis da ist und ich meinen Social Media Detox machen kann, weil die letzte Woche einfach echt viel war. Das glaube ich. Also eins kann ich euch sagen, es laufen jetzt die letzten 25 Sekunden. Danach seid ihr befreit. Andreas, dein Social Media Detox kann anfangen. Was auch immer ihr dann vorhabt, alles ist gut. Aber eins kann ich euch sagen, wenn jetzt das Voting gleich rum ist, geht nicht ins Bett. Wir voten noch die Wildcard. Denn wir wollen ja das Feld aus 4 DJs fürs Finale voll haben. Und damit wir dann auch wissen, wer da wirklich weiterkommt, legt euch nicht direkt hin. Und jetzt ist das Voting nämlich vorbei. Wir atmen einmal alle ein und aus. Das Blinkelicht war da. Das heißt, jetzt können wir gleich mal schauen, wie das hier so weitergeht. So, das heißt, Hansi, du kannst dich jetzt bitte nochmal irgendwie an allen, die um dich rumstehen, festhalten. Vielleicht so ein bisschen, vielleicht auch nicht. Andreas sitzt eh schon völlig bequem. Der ist ja nach innen aufgeregt. Meine Leute warten unten im Wohnzimmer. Ich habe gesagt, ich mach das alleine und ich gehe dann gleich runter und entweder begieße ich gleich meine Niederlage oder ich feiere. Naja, aber du weißt es ja noch nicht, weil bedenke, es gibt ja noch die Wildcard. Das heißt, lauf nicht weg. Stimmt, ja. Wir können jedem immer nur empfehlen, bleibt noch kurz dabei und klickt nochmal auf den Zoom-Link, solltet ihr die Wildcard gewonnen haben, dann können wir nochmal kurz mit euch quatschen. Okay. Ne? So, der Gewinner in der Kategorie Beste Hochzeits-DJs in der Region Deutschland-West. Komm. Es ist DJ Avex! Ja, Freunde, so, Andreas. Andreas stirbt nach innen. Andreas, du musst keine Niederlage begießen gehen. Du kannst jetzt nach unten gehen zu deinen Freunden und kannst dir ein wunderbares Getränk öffnen und kannst sagen: Ich höre schon das Gejubel unten. Ja, die sind ein bisschen verzögert, aber du darfst da gleich runter. Du bist nämlich durch. Du bist im Finale, Amex. Andreas, du trittst auf, oder? Bitte, ja, ich hab voll Bock. Bitte. Okay, Andreas, lauf schnell runter und hol dir was zu trinken. Herzlichen Glückwunsch. So, lieber Andreas, wir gucken. Wir wollen, einen brauchen wir noch in diesem Teilnehmerfeld. Und da wird's jetzt wirklich spannend. Ich glaube, es ist die spannendste Wildcard, die wir am ganzen Abend haben. Jetzt Handys raus und in die Tassen drücken. Tasten drücken, mein Gott. So, hier kommt der QR-Code für die Wildcard von den DJs. Wer soll noch ins Finale? Neben DJ Amex, neben DJ Tom Exclusive und DJ Chris Dala. Wen wollt ihr da sehen? Alle anderen Nominierten, die hier bei den DJs deutschlandweit nominiert waren, stehen jetzt nochmal zur Wahl. Ihr habt den Wedding Man zur Auswahl, ihr habt die Mobil Disco Flashlight, ihr habt den Mick von Magic Moments, ihr habt DJ Eduard, ihr habt Nathan ihr habt DJ Said und ihr habt, warte, Hansi Konrad und Klangart. Das war mutig von dir jetzt. Ja. Das war jetzt mutig. So, was passiert mit den DJs? Letztes Wort dazu, denn ist das Ding auch durch hier. Was passiert mit den DJs? Am 13. Oktober, großes Pre-Event. Die Location geben wir noch bekannt. Und dann werden diese DJs vor 100 Leuten auflegen, Party. Live auflegen, Party. Ja.
echte Und dann Bewertung. Wird gewotet. Und dann wird gewotet. Wie wird die Gewichtung sein? Ich glaube, das ist für viele noch interessant. Das verraten wir dann ganz in Ruhe, weil jetzt wir werden da drauf festgenagelt, Mensch. Also wir machen jetzt dieses Voting. Es wird wieder eine Gewichtung geben. Ich würde mal sagen, ich mache mich auf den Weg. Ich gucke mal, wie weit es ist. Wir stimmen hier fleißig alle weiter ab, also wir nicht, ihr da draußen. Und ich sage euch mal noch, wie es weitergeht. In einer Minute geht es dann soweit, ist es dann soweit. Ich sage euch mal noch, wie es weitergeht, denn heute mit den Vorentscheiden endet die erste große Phase der Wedding King Awards, großen Reise 2024. Jetzt nach den Vorentscheiden beginnen wir mit dem Füllen der Kategorien fürs Finale, also mit allen weiteren Kategorien, das sind 8 an der Zahl, die dann im Finale auch noch antreten. Das heißt, wir werden am 3. November in der Flora insgesamt 14 Kategorien küren. So, wenn wir das haben, wenn die Kategorien voll sind, dann geht's an die Planung des Pre-Events am 13. Oktober. Da seht ihr unter anderem die DJs, da seht ihr die Redner, da seht ihr die Event-Specials, da seht ihr Papeterie, da seht ihr nicht die letzten 30 Sekunden des Votings, denn die laufen jetzt. Da seht ihr also eine ganze Handvoll Kategorien, die dort schon antreten werden. Und dann machen wir uns auf den Weg zum Finale am 3. November in der Flora. Alles rund um dieses Finale, die Ticketvorverkäufe, alles, was ihr wissen müsst, geben wir auf unserem Instagram-Kanal bekannt. Das heißt, bleibt da dran. Und es wird natürlich neue Podcast-Folgen geben. Es wird neue Wedding Wednesday-Magazine geben und alles, was ihr braucht, um abstimmen zu können. Und das Voting ist beendet. Wir haben das allerletzte Mal abgestimmt an diesem Tag oder Abend vielmehr. Und jetzt ist es Zeit, gleich den Wildcard-Gewinner in der Kategorie Beste Hochzeits-DJs zu verkünden, der gleich noch ins Finale weiterziehen wird. Ich bin gespannt wie sonst was. Ich erfahre das Ergebnis auch immer erst, wenn es hier eingeblendet wird. Das heißt, jetzt heißt es wirklich nochmal Daumen drücken für euren Favoriten. Stimmen könnt ihr nicht mehr abgeben. Das heißt, alle Leitungen sind zu. Und ich frage mich, kommt Benny reingelaufen? Daumen hat er. Der Wildcard-Gewinner in der Kategorie Beste Hochzeits-DJs ist... Hat das Atelier von Laura Rastiger Das Atelier Maus. Von Laura Grosser. Hansi ist jetzt ja gar nicht da. Hansi, drück den Link. Hansi, geh auf diesen Link. Hansi, nein. Hansi hat es geschafft. Wir gucken auf das Finalfeld. Wir sind durch und wir sind nur 3 Minuten über der Zeit. Was für ein Mann. Da ist Hansi. Hansi. Jawohl. Mein Lieber, du bist im Finale. Stumm geschaltet. Ein völlig fassungsloser Mann. Es ist egal. Dieser Mann ist sonst nie um ein Wort verlegen. Wir gucken uns. Hi! Ihr guckt bei YouTube. Ja, ich habe das aber gar nicht realisiert. Ich habe auf dem Fernseher geguckt, da war ich schon längst drauf. Sag mal, bester Freund, sag mal, du bist auf dem Fernseher. Ich so, was? Ja, okay. Hansi, du bist im Fernsehen. Hansi, wir sehen dich in Köln, oder? Ja, wir sehen dich in Köln, denn wir sehen Hansi in diesem Finalisten. Was für ein DJ-Line-Up. Ich glaube, hier haben ganz, ganz viele DJs auch zugeguckt. Grüße gehen raus an den Workshop Germany, die auch fleißig mit zugeguckt haben. Ich glaube, das Line-Up kann sich sehen lassen. Vier unfassbar gute DJs, wir freuen uns drauf. Danke an alle anderen, die natürlich mitgemacht haben, die sich getraut haben, dem Ganzen sich zu stellen. Das ist nicht ohne. Wir wissen, wie sehr ihr auch unter die Lupe genommen werdet. Hansi hat hier ist jetzt am Ausrasten, wie wahrscheinlich alle, die jetzt weitergekommen sind. Hoffentlich aber auch alle, die jetzt nicht weitergekommen sind, denn ihr habt es euch genauso verdient. Ja. Wir sagen... Danke. Danke. Ja. Wir sagen Danke für einen ersten kleinen Reiseabschnitt, der uns jetzt schon die Schuhe ausgezogen hat, wenn man das mal sagen kann. Jetzt brauchen wir erstmal Urlaub. Wir sagen Danke für 56 tolle Nominierte in 24 Kategorien in 4 großen deutschen Regionen. Wir sagen Danke für jedes Interview, für jedes tolle Erlebnis, für jede Umarmung, für jedes Geschenk und für jedes kleine Bauchkribbeln, was ihr uns schenkt. Und wir sagen natürlich auch Dankeschön, auch das möchte ich und müssen wir an dieser Stelle immer machen. Also das umzusetzen nebenbei eigentlich ist ein absolutes Mammutprojekt. Und deswegen ein ganz großes Dankeschön natürlich an unser Team vom BeAStar, an alle, die jetzt auch hier gerade sind. An Karim, der ganz, ganz mutig zu Hause ist, weil er was ganz Schweres vor sich hat. Karim, Grüße an dich. Leo, der hier hinter ist. Lisa in der Regie. Natürlich Aljoscha, Bömi, Karina, meine Mama.
Du natürlich. Danke, Bea, für die grandiose Moderation. Danke, ja, ich hier einfach ein bisschen reingelaufen. Das ist nichts dabei. Wir sagen also Dankeschön, dass der Weg weitergeht. Wir hätten es uns niemals 2019 im Mai gedacht, dass das einmal daraus wird. Und wir sind noch längst nicht am Ziel. Also das, was wir am 3. November in der Kölner Flora vorhaben, freut euch drauf. Wir freuen uns drauf. Und jetzt sagen wir Danke, tschüss, auf Wiedersehen, bis bald. Und wir gehen in die Bewerbungsphase für die Finalkategorie. Feiert auf euren Voting-Partys mit euren Familien auf dem Sofa. Wir holen uns hier mal einen Sekt. Komm, danke, ich hole uns einen tschüss. Sekt. Each day I live, I want to be a day to give the best of me. I'm only one, but not alone. My finest day is yet unknown. I broke my heart for every gain to taste the sweet. I faced the pain.